Dienstagnacht. Hier ist die Dinnerparty aus Köln. Heute zum Thema Leben am Limit. Großstadtgewalt. Gastgeber Alexander Holt begrüßt dazu unter anderem Heinz Buschkowski, Christoph Bernstiel, Olaf Sundermeier und Carsten Stahl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Funktioniert unser Rechtsstaat noch oder regiert in unseren Großstädten schon die Gewalt? Darüber sprechen wir heute in der Dinnerparty. Ja, Leben am Limit. Leben am Limit heißt das Thema unserer Reihe. Und Limits werden immer öfter überschritten, in den Großstädten vor allem, durch kriminelle Clans, durch Einbrecher und durch Gewalttäter. Was tun gegen Großstadtgewalt? Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Genauso gilt das natürlich meinen Gästen hier im Studio. Schön, dass alle gekommen sind. Da haben wir zunächst den Buchautor und Journalist Olaf Sundermeier, der sagt, Deutschland ist ein Paradies für Einbrecher und Taschendiebe. Heinz Buschkowski, ehemals Bürgermeister von Berlin-Neukölln, sagt, der Polizei fehlt die gesellschaftliche Rückendeckung. Christoph Bernstiel, der CDU-Bundestagsabgeordnete, sagt, Deutschland braucht eine grundlegend neue Sicherheitsarchitektur. Ja, und von der Polizeigewerkschaft in Berlin haben wir Boris Nowak. Und der sagt, wo Politik und Bildung versagen, da muss es am Ende die Polizei auf der Straße ausbaden. Und dann haben wir noch den Anti-Mobbing- und Anti-Gewalt-Coach Carsten Stahl. Und der sagt, ich bin oft die letzte Lösung für Schulen im Kampf gegen Mobbing und Gewalt. Ja, ich will jetzt niemand Gewalt antun, aber wenn man sich abends Gäste einlädt, dann stößt man erst mal miteinander an. Und sie werden auch die Ersten, die sich von mir hier sitzen lassen. Aber wie gesagt, ich will niemand Gewalt antun, wir wollen uns halten. Prost, Herr Fahr. Prost. Keine Rückmeldung ist auch eine Rückmeldung. Dann bleiben wir beim Sie, habe ich auch kein Thema. Männerrunden sind da ein bisschen steif. Mein Name ist Carsten. Okay, Alexander. Also, Christoph, schönen Abend. Boris. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, Pfeffersprays sind immer wieder ausverkauft. Ja, leider. Anti-Gewaltkurse, Selbstverteidigungskurse, die boomen ohne Ende. Anträge auf kleinen Waffenschein steigen explosionsartig. Alarmanlagenbauer reiben sich die Hände. Und das Sicherheitsgefühl der Deutschen ist offensichtlich auf Talfahrt. Ja, zu Recht? Puh, zu Recht. Also sicherlich haben wir ein Problem mit der öffentlichen Sicherheit in Deutschland, ganz klar. Das muss auch so benannt werden. Wir haben reisende Einbruchsbanden, wir haben organisierte Taschendiebe. Wir hatten zwischendurch einen drastischen Anstieg der Gewaltkriminalität, vor allen Dingen in deutschen Großstädten. Das ist jetzt zum Glück im vergangenen Jahr so ein bisschen schon auch gebremst worden. Dieser Trend, im Übrigen auch die Einbrüche, nachdem Politik darauf reagiert hat. Aber jahrelang wurden all diese Dinge nicht so richtig, habe ich den Eindruck, von den politischen Parteien in Deutschland konsequent angegangen. Man hat es so ein bisschen laufen lassen. Wir hatten die Grenzöffnung durch Schengen, durch den Schengen-Raum. Dort kam sehr viele organisierte Kriminalität aus dem Osten Europas zu uns. Das ist zum Gunsten der Freiheit, die wir alle genießen, wurden so ein bisschen von der politischen Agenda verschwunden. Aber dass die Menschen Angst haben, überhaupt in Deutschland zu leben, das halte ich schon für ein übertriebenes Gefühl. Aber Angst ist etwas Subjektives. Und jemand, der sich am Cottbusser Tor bewegen muss als Berliner, hat sicherlich eine andere Wahrnehmung dort in Kreuzberg, Drogenumschlagplatz, eine andere Wahrnehmung als ein Tourist, der aus dem Badischen zum Beispiel oder aus dem Fränkischen nach Berlin kommt, um sich dort irgendwie nachts in der U-Bahn zu bewegen. Und Tourist, der jetzt aus anderen Ländern kommt, der hat eventuell wieder eine ganz andere Wahrnehmung, weil der nämlich das Gefühl hat, sicherer als in Deutschland wirkt es ja kaum irgendwo auf der Welt für einen Außenstehenden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ob jetzt die Wahrnehmung der Sicherheit tatsächlich der Sicherheitslage entspricht. Wir haben da nochmal eine Grafik, um zu sehen, wie es denn tatsächlich mit der Entwicklung der Straftat aussieht. Zwischen 2013 und 2017 wurden in Deutschland über 30,5 Millionen Straftaten erfasst.
Innerhalb dieses Zeitraumes markiert das Jahr 2016 den Höhepunkt mit über 6,3 Millionen erfassten Fällen. Erst 2017 war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote stieg über die Jahre kontinuierlich an. Was die Zahl der Tatverdächtigen im genannten Zeitraum angeht, so war die der Deutschen im Vergleich zu den Nichtdeutschen stetig höher. Prozentual lag die der Nichtdeutschen im Verlauf der Jahre zwischen gerundet 26 und 40%. Also das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtiger erster Fakt, dass wir jetzt keine Explosion der Zahlen haben, was Straftaten an sich betrifft. Im Gegenteil, dass 2017 die Straftaten sogar um eine halbe Million zurückgegangen sind. Aber auf hohem Niveau. Das auf hohem schon Niveau. Sehen. Auf hohem Niveau im Vergleich. Genau. Zu was ist eigentlich die Frage? Im Vergleich zu vielen anderen Ländern natürlich nicht, aber im Vergleich zu dem, was wir früher gewohnt waren. Das ist sicherlich so. Sicherlich spielt eine Rolle, dass wir jetzt auch gesehen haben, dass die letzten drei Jahre schon der Anteil nicht-deutscher Verdächtiger tatsächlich gestiegen ist. Aber irgendwoher muss es ja kommen, dass die Menschen sich Pfefferstrich kaufen und dass sie Selbstverteidigungskurse machen. Woher kommt das denn, dass das Sicherheitsgefühl? Liegt das tatsächlich an dieser Grenzöffnungsgeschichte? Unter anderem, wir haben nach Öffnung des Schengen-Raumes schon vor rund 10 Jahren nun einen drastischen Anstieg, muss man sagen, der Eigentumskriminalität gehabt. Und die Sicherheitsbehörden haben mit zeitlichem Verzug erst erkennen wollen, dass es tatsächlich eine organisierte Eigentumskriminalität ist, dass es Banden sind, organisierte Banden, die hinter einem Anstieg der Kfz-Diebstähle standen, die hinter Einbrüchen standen, die auch hinter dem tatsächlich organisierten Taschendiebstahl, vor allen Dingen in Großstädten, zum Beispiel Nordrhein-Westfalens, aber auch in Berlin standen. Das hat sich so ein bisschen wieder angeglichen. Das hat auch damit zu tun, dass das Wohlstandsgefälle zu unseren östlichen Nachbarn nicht mehr so drastisch ist wie in den vergangenen Jahren, hat aber auch damit zu tun, dass Politik und Polizei tatsächlich reagiert haben, dass die internationale Zusammenarbeit der Länderpolizeien verbessert wurde in den vergangenen Jahren. Dafür muss ich aber erstmal ein Problem öffentlich aussprechen, es erkennen, es mir eingestehen. Und dafür hat die Politik doch einige Jahre gebraucht, um zu sagen, dass dieses Mehr an Freiheit auch zu Lasten der Sicherheit gegangen ist in Deutschland. Mit Statistiken ist es ja auch immer ein bisschen schwierig. Gerade die Polizeistatistik, die ist ja an sich in sich extrem differenziert. Nur so wird es ja nirgends dargestellt, so differenziert, weil das im Grunde natürlich in den Medien kaum funktioniert. Auch da würden wir die ganze Sendung damit füllen. Interessant finde ich zum Beispiel gerade mal die Entwicklung der Sexualstraftaten, sexuelle Übergriffe. Das können wir uns vielleicht auch gerade mal ansehen. Zwischen 2013 und 2017 hat es knapp 41.000 sexuell motivierte Straftaten gegeben. Darunter fallen sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Im Jahr 2015 wurde mit knapp über 7.000 die geringste Anzahl an Fällen erfasst. 2017 war mit 11.282 Fällen dagegen das 5-Jahres-Hoch. Das ist nur das Hellfeld. Und wenn man jetzt wirklich den Bürger auf der Straße fragt, also ich habe ja oft solche Gespräche, dann hört man häufig, ich traue mich abends ja kaum noch aus dem Haus. Und die größte Angst geht Richtung sexueller Gewalt. Ja? Man hat weniger Angst vor Taschendieben und ähnlichen Dingen, was vielleicht vernünftig wäre auf manchen Plätzen in der Großstadt. Aber man hat tatsächlich viel Angst vor sexueller Gewalt. Und die Zahlen deuten ja eigentlich in die Richtung, dass sich da tatsächlich etwas gravierend verändert hat. Ist das so oder muss man solche Statistiken mit Vorsicht genießen? Mit Vorsicht genießen, würde ich sagen. Also ich bin kein Freund von Zahlen. Sie hatten jetzt einen Anstieg, jetzt Verbot von Sexualdelikten. Rührt auch daher, dass die Damen natürlich auch sensibilisiert worden sind durch die Medien. Auch mehr Sachen zur Anzeige bringen, was auch richtig ist. Dennoch gibt es immer noch eine große Dunkelziffer von Frauen, die sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen. Sei es auch innerhalb einer Ehe, einer Partnerschaft, an Missbrauchsfällen. Und auch eingangs die Statistik mit einem Rückgang der Straftaten allgemein. Es wird nicht alles angezeigt, weil auch dort ein großer Verdruss der Bürger da ist, weil sie sagen, bringt doch sowieso nichts. Im Übrigen geht das uns als Polizisten ja genauso. Viele Kollegen zeigen ja auch nicht die tägliche Beleidigung an, weil sie sagen, es bringt mir ja nichts. Und der Unterschied zwischen Nichtdeutschen und deutschen Straftätern ist auch nicht so ganz exakt. Weil was in der Statistik nicht erfasst wird, ist dann
der deutsche Migrationshintergrund. Und das ist für uns Polizisten schon sehr wichtig. Mhm. Und so sieht es aber auch in den Gefängnissen aus. Ja, natürlich haben sie da vielleicht eine 70-prozentige Auslastung an deutschen Staatsbürgern. Aber jeder deutsche Staatsbürger ist von Natur aus. Also auf Deutsch gesagt, Sie haben in der Statistik, sind aus Ihrer Sicht noch viele quasi versteckt, einige Fehlerquellen, die natürlich in der Statistik als Deutsche geführt werden, die aber einen Migrationshintergrund, aber die deutsche Staatsangehörigkeit genau haben. Also es gab eine Zeit lang, da gar wurde das nicht bei uns erfasst. Jetzt wird es halt so nicht mehr ausgewiesen. Mhm. Und darin sehe ich auch einen Fehler. Das verschleiert. Ich kann jetzt aber gerade noch mal bei den Sexualtaten bleiben. Ich habe ja da auch meine eigenen beruflichen Erfahrungen als Staatsanwalt und Richter. Und da habe ich eigentlich auch vor 10, 15, 20 Jahren immer schon zu hören bekommen, mein Gott, man ist ja nirgends mehr sicher. Und was Vergewaltigungen immer mehr wird. Und da hat tatsächlich die Kurve gezeigt, dass es seit den 50er Jahren immer weiter runtergegangen ist. Dass also diese schweren sexuellen Straftaten deutlich weniger geworden sind. Liegt auch natürlich an einer anderen sexuellen Freizügigkeit, dass einfach früher natürlich oftmals, sagen wir mal, sich in Straftaten entladen hat, was man heute irgendwie anders in den Griff bekommt. Also das ist sogar dramatisch gesunken, aber das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen war ganz anders. Warum? Weil natürlich jede Sexualstraftat, jede Vergewaltigung den Eingang in die Medien gefunden hat. Und so nach dem Motto, man liest jeden Tag davon. In den 60er Jahren haben Sie halt nur was gelesen von der Vergewaltigung, wenn sie tatsächlich vor der Haustür geschehen ist. Und jetzt aber dieser Anstieg, die letzten zwei Jahre, der ist schon interessant. Und da ist aber natürlich die Frage, gibt es tatsächlich mehr Taten oder wagt man inzwischen mehr Taten anzuzeigen? Zum einen, weil man jetzt eher daran glaubt, dass was dabei herauskommt, aber auch, weil man vielleicht manche Taten sogar ganz anders einordnet. Ich sage MeToo und solche Dinge, dass Taten, die man vielleicht früher, wo man gesagt hat, naja, schwamm drüber oder ist zwar traurig, aber wird eh nichts draus, dass man jetzt inzwischen bereit ist, solche Taten anzuzeigen. Das wird damit reinfließen, ja, sicherlich. Genau. Ja, so viel mal zum Sicherheitsgefühl und zur Relation zwischen Zahlen und dem, was tatsächlich ist. Gewaltdelikte allerdings, das zeigen schon die Statistiken, wenn man sie mal etwas differenzierter betrachtet, Gewaltdelikte haben tatsächlich zugenommen. Und das jetzt nicht erst die letzten zwei Jahre, sondern schon über einen längeren Zeitraum. Was sind die Ursachen dafür? Erziehung und Bildung. Bitte? Erziehung und Bildung. Die Gewaltbereitschaft hat einfach zugenommen. Mhm. Ich sage immer wieder, es ist die Qualität auch der Brutalität hat extrem zugenommen, besonders in den Schulen. Und da beginnen die ersten Straftaten. Richtig. Und, ja, und woran liegt das, dass die Gewaltbereitschaft zugenommen hat? Wir haben eine Verschiebung in der Bevölkerungsstruktur. Mhm. Und zwar hat sich das in den letzten Jahrzehnten so vollzogen und mit anderen kulturellen Einflüssen sind auch andere Praktiken des täglichen Lebens dazugekommen. Also wenn Sie an Menschen denken, die aus Ländern kommen, wo es keinen Staat als Gemeinschaftseinrichtung gibt, sondern wo der Staat ein feindliches Gebilde ist, wo es keine Zentralinstanzen gibt, wie eine allgegenwärtige Polizei, wie eine Staatsanwaltschaft, wie Gefängnisse, wo eigentlich viel mehr ist, hilf dir selbst, sonst bist du verloren. Und wo Selbstjustiz eine ganz, ganz große Rolle spielt, wo Gewalt ein Mittel ist, schon beginnend in der Familie seinen Willen durchzusetzen. Das macht natürlich Dinge hoffähig. Ja, ich habe neulich über einen jungen Mann gelesen, der angeklagt war wegen einer Vergewaltigung oder einer Gewalttat gegen eine junge Frau. Der war völlig verstört vor Gericht und sagt, er versteht gar nicht, warum er vor Gericht ist. In seiner Heimat, da wo er herkommt,
ist das allgemein üblich. Er hat nichts anderes gemacht, als er es gelernt hat. Aber ist es so einfach? Jetzt kommen wir im Grunde darauf, dass man sagt, also Steigerung von Gewaltzahl ist schlicht und einfach auf Migration zurückzuführen. Das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Ist es denn so einfach? Weil da, wenn man die Statistiken genauer ansieht, ist es ja durchaus auch so, dass die Gewaltbereitschaft oder dass zumindest Gewalttaten auch von Deutschen mehr begangen werden als absolut. Nehmen Sie mal absoluten Zahlen. Nehmen Sie das Demonstrationsgeschehen. Und wenn wir über Gewalt reden, sprechen wir auch immer gegen Gewalt, gegen Polizisten, gegen Vollzugsbeamte. Und da haben Sie auch ganz klare Tendenzen, dass Sie erkennen können, das nimmt zu. Und das nicht in einem geringen Maße, sondern in einem immer höheren Maße. Und das ist zum einen der mangelnde Respekt gegenüber Polizeibeamten. Und zum anderen auch, nehmen Sie jetzt gerade ganz aktuell wieder die Vorkommnisse am Hambacher Forst, dass es gar keinen Respekt mehr darüber gibt und dass die Polizeibeamten auch teilweise entmenschlicht werden, dass man sagt, das ist jetzt ein Organ des Staates und dass das aber auch Menschen sind, die in diesem Zusammenhang in Uniform stecken, das wird ihnen gar nicht mehr anerkannt. Und da sind Hemmschwellen mittlerweile gefallen, die hätten sich vor 10, 20 Jahren gar nicht vorstellen können, dass man also Kinder heimtückische Fallen baut, dass man Polizeibeamte mit Fäkalien bekippt. Wir haben alle noch die Bilder von G20 oder EZB-Eröffnung in Erinnerung. Wir haben jetzt die Fälle in Chemnitz auch gesehen. Und das ist schon eine Tendenz, wo man auch mal ganz klar wieder sagen muss, das geht so nicht. Und wir müssen auch daran arbeiten, dass unsere Polizei wieder der Respekt entgegengebracht wird, den sie verdient. Da müssen wir dann, glaube ich, tiefer einsteigen. Weil das ist ja wohl nicht ein Problem, das jetzt auf Migration zurückzuführen ist, sondern grundsätzliche Einstellung. Also ich habe das selber auch schon erlebt, zu Staatsanwalts, zu Richterzeiten und was so die letzten 20 Jahre sich da getan hat. Da wurde mir manchmal wurde dann gefragt, ja, ist das, wie du das im Fernsehen zeigst, ist es denn so überhaupt, dass die Leute sich aufführen? Und tatsächlich ist es wohl so, wenn ich an die Schulen schaue, ne, dass in Schulen, wenn Sie einen Lehrer fragen, wie hat Unterricht vor 30 oder vor 20 Jahren ausgesehen und wie sieht Unterricht inzwischen aus, ganz anders. Ganz anders, wie einfach auch Schüler zum Beispiel Respektpersonen gegenüber inzwischen auftreten. 45.000 Gewalttaten letztes Jahr gegen Lehrer von Schülern. Der Respekt geht fast schon gegen null. Und wenn einer damit anfängt, entsteht eine Gruppendynamik. Und dann machen das andere immer mehr nach. Und dabei gehen viele, die sozial sich engagieren, mit bei unter. Es sind ja meistens die Anerkannten, die das teilweise machen, diese Respektlosigkeit. Den Punkt würde ich aber gerne noch aufgreifen, weil ich da vorhin mit Carsten im Vorbereitungsraum drüber gesprochen habe. Wenn die Täter von wenn Gewalttäter wissen, dass Polizeibeamte sie sowieso nicht bestrafen oder die Justiz am Ende nicht durchgreifen kann, dann geht natürlich der Respekt auch verloren. Und genauso ist es ja dann bei Lehrern, wenn die sich beschweren und es passiert nichts, dann haben wir da ein Problem. Die Einflüsse auf die Jugend zum Beispiel, die kriegen von außen so viel. Gewalt in der Musik, Gewalt in den Videospielen, Gewalt im Fernsehen, Gewalt, Gewalt, Gewalt. Teilweise auch zu Hause immer weniger Respekt und Toleranz. Und die Lehrer, die werden immer noch ausgebildet aus Methoden aus den 80ern. Die werden immer wehrloser. Und die Jugendlichen haben immer mehr und auch die Eltern mischen sich immer mehr ein. Der Respekt und Toleranz, das sage ich immer wieder, der muss vom Elternhaus vermittelt werden. Und die Lehrer werden auch vom System, und da klage ich auch klar das Schulsystem an, vollkommen im Stich gelassen. Die werden gar nicht zu dem Thema geschult. Und sie werden selber Opfer dieses Systems. Naja, Lehrer haben ja oft schon mit den Eltern vor allem zu kämpfen. Ja. Gell? Wenn man mal ein bisschen was zurückgibt an die Kinder, wenn man mal denen die Leviten liest, dann hat man am nächsten Tag die Eltern auf der Matte, die sich über den Lehrer beschweren. Ja, nach dem Motto, mein Kind muss in Watte gebettet werden. Oder wenn der Polizist ein bisschen strukturierter kontrolliert oder vielleicht sich nicht alles gefallen lässt, dann hat er gleich eine Klage am Hals. Da wollten wir nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, okay. Ein bisschen mehr eigentlich über die Situation des Polizisten im Dienst reden. Aber ich glaube, diese gesellschaftlichen Veränderungen, die da Auslöser sind, das ist schon wert, dass man da noch mal genauer drauf sieht. Was sind wirklich jetzt die Ursachen? Also von Ihnen kam ganz klar die Migration, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber kann man es sich wirklich so einfach machen? Da höre ich jetzt an den Schulen. Das ist ja wohl ganz unabhängig davon, unabhängig. Ob ich jetzt an einem sozialen Brennpunkt bin oder ob ich jetzt... Genau. Aber das hat mit Einfachmachen überhaupt nichts zu tun. Wenn Kinder aufwachsen und erleben, dass schon in der Familie dass der am lautesten schreit, der als Erster und am härtesten zuschlägt, auch zu Hause Recht bekommt, dann verhalten die Kinder sich im Kindergarten ganz genauso, sie verhalten sich in der Schule so, es ist ihnen vorgelebt, es ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen und auch später. Überall, erlebe ich das nicht in einem deutschen Haushalt genauso, dass man den Kindern vor allem zu wenig Grenzen setzt?
Also das stelle ich immer wieder fest, also so auch im Umfeld. Also das ist ja ein ganz beliebtes Argument, immer wenn man über irgendwas redet. Na, das gibt's doch bei Deutschen auch. Und damit ist das Thema durch. Das muss nicht durch sein, ich rede ja gerne. Damit ist das Thema durch und ich halte das Argument ehrlich gesagt auch ziemlich unterirdisch. Weil wir müssen schon sehen, dass wir andere Lebensformen, andere Familienformen durch die Migration haben, die auch unser gesellschaftliches Leben verändert haben. Wir werden den Polizisten gleich dazu befragen, was denn die Erfahrungen der Polizei hiermit sind. Aber zuerst mal machen wir eine ganz kurze Pause und danach wirklich die Frage, wo kommt die Gewalt her und was tut die Polizei dagegen? Wir sind gleich wieder da. Ja, willkommen zurück zur Dinnerparty zum Thema Großstadtgewalt. Hier ging es gerade eben schon groß her zur Frage, woher kommt denn zunehmende Gewaltbereitschaft von Migration bis zu den Grünen? Haben wir da schon einiges an möglichen Ursachen klargemacht? Greift bitte nur zu, das muss am Ende alles weg sein. So viel ist schon klar. Keiner geht mit leerem Magen nach Hause. Ja, vielleicht noch mal die Frage an die Polizei in deiner Person, Boris. Wo seht ihr die Hauptursachen? Hat man ja angesprochen gehabt. Es fängt Tatsache im Elternhaus an, sei es halt jetzt durch kulturelle Unterschiede oder generell halt in der Erziehung der Kinder. Wir haben ja einen Gesellschaftswandel, wo sich keiner mehr irgendwas sagen lässt. Jeder fühlt sich ja im Recht. Und das spiegelt sich halt dann in der Erziehung wieder, über den Kindergarten bis hin zur Schule. Ja, das heißt, wenn der Lehrer den Finn Justus mal eine Stunde lang vor der Tür platziert, dann ist am nächsten Tag sind die Eltern da und beschweren sich, wie es denn sein kann, dass ihr Sohn da dementsprechend vorgeführt wird und jetzt da eine Stunde lang stehen muss vor der Tür. Ich sag mal so, es hat mir damals nicht geschadet, als mir das mal erfahren ist als Schüler. Es lässt sich halt keiner was sagen. Und wir sind ein Stück weit, unsere Gesellschaft ist ein Stück weit selbst schuld daran, dass wir diese Hoheitsdelikte, die wir jetzt als Gewalt hatten, auf der Straße haben, ja erleben müssen. Und auch die Respektlosigkeit. Ich glaube, es gibt nicht den einen Grund. Es gibt tatsächlich mehrere Gründe. Herr Buschkowski hat das schon angesprochen. Das eine ist natürlich der gesellschaftliche Wandel, den wir haben. Heutzutage ist eigentlich viel mehr möglich. Wir haben auch viel mehr Freizeit. Wir können uns also über ganz andere Dinge Gedanken machen. Klar, Migration ist auch ein Thema, dass wir aus anderen Kulturkreisen kommen, in dem eben sowas existiert wie Ehrengerichte, in dem nicht vollkommen klar ist, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, sondern eben die Religion oder andere Gruppierungen. Das ist ja vielen tatsächlich gar nicht so bewusst. Also wir werden ja hier noch großgezogen und sagen, hier hat die Polizei im Zweifel die Hosen an. Und wenn wir noch weiter denken, dann sagen wir die Bürger haben eigentlich die ganze Macht. Und so soll es ja auch sein. Es gibt aber durchaus Kulturkreise, und das hört man, wenn man sich mit dem Thema befasst. Da ist es eben der Clan, da ist es die Religion oder die eigene Familie. Und dann wird eben gesagt, das, was da gilt, das ist für mich relevant. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, man hat lange gesamtgesellschaftlich, also da nehme ich die Politik auch mit ein, die Augen vor dem Problem zugemacht und gesagt, das ist alles nicht so und nein, das sind alle super integriert und da entwickelt sich auch nichts. Und dann hat man das Problem natürlich über Generationen weitergegeben. Aber nochmal, Migration, nur ein Punkt davon, auch der individuelle Lebensweg und generell diese Vielzahl von Möglichkeiten. Es gibt gar keine Struktur mehr, wir haben auch keine Wehrpflicht mehr. Früher hat man viele noch zurückgeholt, sage ich mal, die so ein bisschen orientierungslos waren und so ein bisschen Ordnung eingeschliffen. Heutzutage kann eigentlich jeder alles machen. Und da passiert es natürlich manchmal auch, dass man ein bisschen über die Stränge schlägt und das regulativ fehlt. Ich hake da deswegen nach, weil ich habe das nämlich auch in der richterlichen Praxis tatsächlich immer erlebt, noch vor 25 Jahren, dass da teilweise solche Autoritäten auch inhaltlich ganz anders geachtet wurde. Da spielt die Politik mit einer großen Rolle. Wenn einzelne Parteien Misstrauen gegenüber der Polizei äußern, dann braucht man sich nicht wundern. Welche Partei meinen Sie denn da? Das war aber doch vor Jahren noch viel schlimmer. Schauen Sie doch her. Also Sie spielen ja jetzt auf die Grünen an. Das kann ich auch nachvollziehen. Es gibt bei den Grünen sehr viele Leute, die der Polizei nicht nur skeptisch gegenüberstehen, bis zu feindlich, ja. Aber das war doch vor Jahren noch viel schlimmer. Mittlerweile gibt es auch sehr profilierte Grüne in Politiker. Es gibt Polizisten, genau wie in den anderen Parteien, wie bei der CDU, bei der SPD, auch bei den Grünen. Ich glaube, dass wir insgesamt vergessen haben, Grenzen zu ziehen. Also überhaupt Grenzen zu Werte ziehen. Zu vermitteln. Werte zu vermitteln. Die verschwinden vollkommen. Und woher sollen sie noch kommen? Ich sag mal, wir sitzen hier im Fernsehstudio. Wir machen jetzt gerade TV. Ich bin ja selber wie Sie, Herr Holt, jahrelang im Fernsehen gewesen und habe eine Sendung gehabt. Also, wenn ich an den Schulen bin und wenn ich bin zum Beispiel
zum Beispiel 86 gab es einen Song von Falco, Genie. Da wurde eine Vergewaltigung nicht mal gezeigt. Er sang bloß von etwas, dass ein Kind entführt wurde. Damals ein Riesenprotest, das wurde eingestellt, das wurde boykottiert. Heute kriegt man einen Echo für Rassismus und Diskriminierung und Intoleranz. Wir haben Gewalt überall, wir machen den Sender an und das sehen unsere Kids. Und da frage ich mich natürlich nicht, wenn ihnen das vermittelt wird, vor allen Dingen von ihren Vorbildern, die auch noch singen und Millionen verdienen. Gewaltverherrlichende Videos aus Amerika, wo die Polizei lächerlich gemacht wird, attackiert wird und die sind cool, die sind in. Und das leben wir den Kindern vor. Wir lassen es zu, der Gesetzgeber lässt zu, dass es solche Spiele gibt, dass es solche Musik gibt. Wir feiern die sogar dafür. Und da wundern wir uns, dass unsere Kinder abrutschen und die Eltern das doch ja nicht mehr abfangen können, wenn sie es überhaupt wollen. Wie gesagt, Respekt und Toleranz muss vom Elternhaus kommen. Und ich glaube, du weißt, wovon du redest. Vielleicht sollte man da über deinen Weg sprechen. Über deinen Weg. Du hast das selber auf der anderen Seite angefangen, vorsichtig gesagt. Also ich sag mal, ich will jetzt mal behaupten, ich bin der Einzige, der auf der dunklen Seite war. Und habe 18 Wer weiß, Jahre. Vielleicht sind die anderen vielleicht der eine oder andere. Vielleicht ist der andere nie erwischt worden. Gut, dann bin ich der Einzige, der es wirklich laut und deutlich und öffentlich sagt. Ich habe 18 Jahre selber kriminelle... Ich kann auch nicht mehr Beamter werden. Okay, dann so wird es. Ich will auch ja nicht Beamter werden, weil ich möchte ja was bewegen. Also, entscheidend ist, ich habe diese Seite kennengelernt. Ich war selber ein junger Mensch, der selber ein Opfer von Mobbing wurde, als gelitten hat darunter, dann irgendwann Gewalt benutzt hat, um da rauszukommen, dann Gewalt gerechtfertigt hat, zum Beispiel als Lösung, wie Herr Buschkopf gesagt hat, das Recht des Stärkeren auszuüben, bin dann als junger Mensch instrumentalisiert worden von Banden, das ist in Neukölln ja nun nicht so weit weg, die haben mich benutzt, die haben mir Ersatzfamilie geboten, haben mich schnell angefüttert mit Geld, mit einem gewissen Luxus und ich bin darauf verfallen und bin da drin geblieben, steckte da 18 Jahre mit drin, ich bin auch mit dran schuld, dass in Neukölln teilweise auch Zustände so sind, aber ich habe irgendwann mal leidhaft erfahren müssen, wie weit das geht und heute versuche ich genau das. Wie hast du das leidvoll erfahren? Na, sag mal, Polizei... Da sitzen wir. Heute bin ich Unterstützer der Polizei und helfe ihnen mit Prävention. Ich gab auch eine Zeit, wo ich auch in der Wanne war und von 25 Polizisten gekriegt habe, weil ich eine große Fresse hatte. Und ich sag mal, das Thema ist, ein Polizist und ein Richter, die halten sich an Regeln. Ihr haltet euch an das Gesetz. Aber wenn man kriminell ist, dann hat man mit anderen Kriminellen zu tun. Und die brechen das Gesetz. Und die zeigen einen ganz schnell, wie weit die gehen können. Und die suchen deine Schwachstelle. Bei mir war die Familie. Ich hätte heute ein Kind, das wäre 21. Und durch meine Fehler, weil ich so dumm war, kriminell gewesen zu sein und die Grenzen überschritten habe, habe ich dieses Kind nicht und muss mein Leben lang damit dieser Schuld leben. Denn ich habe mich entschieden, kriminell zu werden. Was heißt, warum hast du das Kind nicht? Weil kriminalisierende andere Banden mir zeigen wollten, dass ich halt nicht unverwundbar bin. Und die suchen die Schwachstelle. Und das war meine damalige Freundin mit ihrem Kind. Und ja, was sie in sich trug, und das war vierten Monat. Und die wollten ihr nur Angst machen und daraus... ist ein Missbrauch geworden und das Kind ist dabei zu Tode gekommen, auch durch die körperliche Gewalt, die sie angetan haben. Und damit wollten sie mir schaden, haben sie auch. Und dadurch habe ich gelernt, dass es, ja, ich bin dadurch ja nicht ruhiger geworden, noch viel brutaler, noch viel gewalttätiger. Aber die haben das ausgeführt. Aber ich habe mich für die Kriminalität entschieden. Ich habe damals als 16-Jähriger mich benutzen lassen. Und heute nehme ich meine doch sehr traurige Geschichte und auch intensive Zeit und versuche den Kindern heute aufzuzeigen, ich sehe es als meine Pflicht, als Vorbild für Millionen von Schülern. Also das heißt, das war für dich ein Ereignis, wo du dir im Grunde gesagt hast, ich wechsle jetzt die Seite. Da noch nicht mal. Da noch nicht mal, da war ich ja gerade mal 28. Erst als ich selber noch mal das Glück hatte, Vater zu werden und den Kleinen in der Hand zu haben und gewusst habe, wenn du jetzt wieder nicht rausgehst aus der Kriminalität, bringst du dein Kind wieder in Gefahr. Und dann habe ich von einem Tag zum anderen versucht, und du steigst nicht so einfach aus, da rauszukommen. Und durch das, was ich mir aufgebaut habe und durch den Ruf, und den ich hatte, und was du jetzt machst, da haben wir dich dabei gefilmt. Das schauen wir jetzt gerade mal an. Oh. Und ihr könnt es nicht stoppen, wenn ihr euch nicht helfen lasst. Ihr müsst euch sofort an Menschen wenden, die dort eingreifen können. Mobbing ist wie ein Feuer. Solange es im Papierkorb brennt, kann der Lehrer das selbst noch löschen. Aber wenn er den Moment verpasst, nicht sieht oder nicht sehen will, dann brennt die ganze Bude. Und dann brennt die ganze Schule. Und was tut man dann? Dann ruft man eine Feuerwehr. Ja, und ich bin eine Feuerwehr gegen Mobbing. Das haben auch andere mitbekommen und haben auch nichts gesagt, dass ich aufhören soll. Und zu Hause meine Tante, jedes Mal, wenn sie bei meiner Oma ist, sagt sie auch, wie fertig geworden bin. Es ist falsch zu denken, dass es ideale Maße gibt. Es gibt Menschen, die sind meinetwegen.
Ich bin Experte auf dem Gebiet, weil ich es selbst erlebt habe. Ich habe mein Wissen nicht aus irgendwelchen Büchern oder von Professoren. Ich habe es selber erlebt. Als Opfer, als Täter. Und ich bin dadurch sogar abgerutscht in die Kriminalität. Und ich schaffe es, in 3 Stunden die Schüler auf Augenhöhe so zu erreichen, dass sie nach 3 Stunden ein Bekenntnis gegen Mobbing unterschreiben. Nicht, weil ich sie dazu auffordere, sondern weil sie es wirklich von Herzen wollen. Es ist das, was es verändert. Weil das bedeutet Nächstenliebe und Menschlichkeit, wenn ihr das spürt. Und nur das kann etwas bewegen. Mir war das Thema Mobbing schon immer bewusst, dass es ein Problem ist. Aber in dem Ausmaß habe ich jetzt eigentlich erst durch Herrn Stahl eigentlich erfahren und auch in dieser Energie, die er hat, dass das ein Riesenproblem ist. Und ich hatte auch gedacht, bei uns an der Schule ist das kein großes Problem. Aber dem ist jetzt nicht so und ich fand es schon sehr bewegend. Stellt euch vor, jetzt hinter den Vorhang würde jemand vorkommen und würde mit einer Waffe auf euch zielen. Wer von euch glaubt, dass ich alles tun würde, um zu verhindern, dass der euch was tut, der hebe die Hand. Habe ich euch nicht gesagt, ihr werdet mir euer Leben anvertrauen? Es ist immer so. Mobbing ist kein Problem der Schulen. Es ist ein Problem der Gesellschaft. Es ist ein unangenehmes Thema, womit sich manche Schulen einfach nicht beschäftigen möchten, weil sie denken, es könnte am Image kratzen, am guten Image der Schule. Ich sehe das ganz anders. Wenn der Ruf einer Schule wichtiger ist als die Seelen der Kinder, dann haben solche Menschen nichts auf diesen Positionen zu tun. Handelt oder tretet zurück. Mobbing tötet jeden zweiten Tag ein Kind in Deutschland. Ja, wir haben gerade gehört, die Menschen haben keinen Respekt mehr. So wie du auftrittst, vor dir haben sie Respekt, oder wie? Also sagen wir mal so, mein großer Vorteil ist natürlich, viele von denen kennen mich aus einer jahrelangen TV-Sendung. Die kennen meine Art schon. Aber ich stehe da nicht als prominenter TV-Star, sondern ich stehe da als jemand, der sie in 3,5 Stunden auf Augenhöhe abholt und ihnen zeigt, mit meiner Art. Ich habe eine eigenständige Art. Die mag natürlich für den einen oder anderen kontrovers sein, aber der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht den Anglern. Die Kinder und Jugendlichen kennen mich und die wissen, vor allen Dingen, wenn ich als Vorbild, den sie ja bewundern, da steht ein Promi und da möchte ich mich immer übergeben, wenn ich das höre. Aber wenn sie dann merken, dass auch dieser große, starke Mann, der heute keine natürlichen Feinde hat, dass der mein Opfer war. Damit öffnet man den Raum. Opfer fühlen sich nicht mehr allein. Ein Opfer fühlt sich oft allein. Die Mittäter merken, das ist nicht cool mitzumachen. Und der Täter merkt, verdammt, der hat recht. Ich mache das ja nur, um dazuzugehören und um meine Schwächen runterzuspielen. Und dann gibt es eine Veränderung. Und die kann ich nur lostreten. Und dieses Thema Mobbing, 500.000 bis 1 Million Fälle von Mobbing, Gewalt und Vorurteilen, Hass, jede Woche an deutschen Schulen, jede Woche Tendenz steigend. Und da ist Cybermobbing noch nicht mehr drin. Und wenn wir jetzt nicht umdenken und deswegen auch eine Kampagne gegen Mobbing, die vielleicht in Deutschland ein Bewusstsein erringt, damit die Lehrer nicht mehr schweigen, die Direktoren nicht mehr sagen, unsere Schule hat das nicht, denn jeder Direktor, der das sagt, lügt aus Angst, als Problemschule dazustehen, dann können wir die Jugendlichen von morgen dazu bringen, vielleicht andere Wege zu gehen und wieder mit mehr Respekt und mehr Toleranz aufeinander aufzupassen und sich zu schützen und die Starken, vor allen Dingen die Schwachen, nicht fertig machen, sondern ihnen zu helfen. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Ich empfinde es als meine Pflicht, dabei zu helfen, auch in meinem Land zu helfen, dass andere mir nicht folgen. Aber deine Vergangenheit ist letzten Endes der Dosenöffner, der Schlüssel, ja, oder? Um an die Jugendlichen zu kommen. Natürlich, meine eigene Geschichte. Wie ist denn dann so das Feedback auf deine Seminare? Oder? Also es ist teilweise erstmal, viele in meinen Seminaren, auch Lehrer, sind so berührt, dass sie auch weinen. Also teilweise, die Kinder kommen zu mir und wollen mich umarmen und sagen, es tut mir so leid, was dir passiert ist. Sehste, mir ist es auch passiert, dir auch. Und davor will ich euch bewahren. Das ist ein unheimlich tolles Empfinden, vor allen Dingen, du öffnest die Herzen der Menschen. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass die dadurch vielleicht was mitnehmen. Ist es nicht traurig, dass wir jemanden wie ihn an den Schulen brauchen, dass die Lehrer das nicht selber vermitteln können? Was läuft da schief? Ich finde das erstmal nicht traurig. Ich finde das super, was er macht. Und das muss man aber mal ist es sagen. Nicht traurig, dass wir jemand externen an die Schulen holen? Natürlich, die Polizei ist auch an den Schulen. Das wir können Sinn. Das nicht leisten, was Herr Stahl leistet. Bitte? Das können wir nicht leisten. Genau, weil das ist ganz wichtig. Und das finde ich auch nicht traurig, ist das falsche Wort, weil, wie er gerade gesagt hat, er holt die Leute ja auch ab. Und das geht nur, wenn man authentisch ist. Und wie will jetzt ein gut situierter Lehrer, will er jetzt keinen pauschalisieren, der das nie erlebt hat, der kann sich in so eine Emotion, in so eine Situation vielleicht auch gar nicht so hineinfühlen. Und er findet auch nicht die richtigen Worte. Und das kann eben Carsten mit seiner Art viel besser machen. Und deswegen finde ich das nicht traurig, sondern ich bin sogar froh, dass wir solche Menschen haben, die auch authentisch sagen können, ich habe es erlebt und ich bin rausgekommen aus der Spirale. Und wenn ich das kann,
dann könnt ihr das auch. Genau, und das sollte eigentlich, Hoffnung. Das sollte eigentlich für jede Form der Präventionsarbeit gelten. Und deswegen finde ich das super, was er macht. Und müsste noch viel mehr von ihm geben. Vielleicht schaffen wir noch ein paar umzudrehen. Ja, was macht die Polizei? Vielleicht kennst du noch ein paar, die wir noch ansprechen können. Ganz anderer Ansatz. Aber auch das ist ja ganz wichtig. Also bei den Kleinen natürlich die Verkehrsschule und ja. Fahrradführerschein und weiß Gott was alles. Wobei das sicherlich auch einen Effekt hat, was jetzt Respekt betrifft. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Also wir haben ja unsere Präventionsbeamten, die auch in die Schulen gehen, Klassen besuchen, auch über Waffenrecht und Gewalttaten etc. sprechen. Das Problem ist aber, in der Regel erscheinen die Kollegen in Uniform. Somit haben sie eine gewisse Art von Amtsautorität, die sie ausstrahlen. Da ist schon eine Grenze, da ist schon irgendwie eine Barriere. Da steht einer in Uniform und jetzt haben sie das Phänomen, haben sie Schüler, die so sozialisiert sind, dass sie sagen, okay, Polizist, was er sagt, mache ich, habe Respekt vor der Polizei. Und dann haben sie Schüler, die zum Haushalt kommen, wo das heißt, naja, was er sagt, brauchst du nicht, es ist... brauchst nicht zuhören. Da haben wir ja schon das Problem. Also wir als Polizei können gar nicht jeden erreichen. Und also, das ist vielleicht auch, nicht, auch ein Stück weit auch nicht unsere Aufgabe. Ich finde es gut, dass wir jetzt eigentlich wollten wir ja sehr auch über Gewalt in Großstädten reden. Das tun wir nachher gleich noch. Aber ich finde es ganz gut, dass wir erst einmal hier anfangen, in der Schule, im Elternhaus, wo es ja um die Ursachen geht. Was müssen die Elternhäuser besser machen? Naja, die Diskussion über Mobbing an Schulen ist ja eine Folgediskussion. Sondern der Anfang ist ja woanders. Der Anfang ist ja im gesellschaftlichen Kontext. Und wenn ich Regelverweigerung für einen Beweis von Demokratie verkaufe, politisch, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Menschen sich den Regeln verweigern. Ich sage... Das ist nicht der Beweis von Demokratie, sondern das ist Verwahrlosung, aus der Anarchie entsteht. Und dann kommen wir ja erst dahin, dass eben die Eltern den Kindern zu Hause sagen, da musst du nicht drauf hören, was deine Lehrerin sagt. Die ist dämlich. Und du musst darauf nicht hören und du musst darauf nicht hören. Denn da haben sie plötzlich 8-, 9-Jährige, die so aufmuskeln in der Schule, die anfangen da mit einem Käsedolch durch die Gegend zu rennen und der Lehrerin sagen, wenn du mir noch mal eine 5 gibst, dann steche ich dich ab. Ja? Und das ist doch der Punkt. Und das endet dann bis in die Diskussion. Ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe das ja alles in 25, 26 Jahren hauptamtlicher politischer Tätigkeit erlebt. Dass die politische Diskussion darauf zurückgeführt wird, ist das nicht Teil einer kulturellen Identität, dass man mit 4 Frauen verheiratet ist, dass man ein Messer in der Tasche hat und. Und das ist doch der Punkt, wo uns die Gesellschaft völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann sind sie an der Stelle, wo man darüber diskutiert, ist es zulässiger, ziviler Ungehorsam, Häuser anzustecken, Autos anzustecken, ist Gewalt gegen Sachen zulässig. Auch darüber reden wir gleich noch, nein, auch über die Frage, ob jetzt jemand wie er auch gegen Einbrecher und Taschendiebe helfen kann. Und natürlich über die Erfahrungen aus der Praxis reden wir gleich. Aber erst machen wir mal eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück zur Dinnerparty. Wir haben uns vor der Pause angeregt über die Ursachen von Gewalt unterhalten. Unser Thema ist ja heute Großstadtgewalt. Und da war gerade viel das Stichwort, wenn der Regelverstoß letzten Endes, wie war das nochmal, wenn der Regelverstoß... als Beweis von Demokratie. Als Beweis von Demokratie gilt. Und das ging natürlich konkret gegen wen? Nicht? Und na, das geht nicht konkret gegen jeden, sondern es ist die Begründung für Handlungen, dass ziviler Ungehorsam ist legitim, Gewalt gegen Sachen ist ziviler Ungehorsam, Gewalt gegen Sachen ist akzeptabel, ist legitim und letztendlich wird damit Regelverweigerung Autoritätsverweigerung, egal gegen wen, gegen Polizisten, gegen Lehrer, hoffähig.
Und ich sage, daraus erwächst Anarchie und das führt dann zu den Schriftzügen an den Hauswänden. Nie wieder Deutschland, keine Macht für niemanden, über jeden und. Und da haben sie dann natürlich diese selbsternannten Aktivisten und Kämpfer, also nicht, wir nennen ja heute Straftäter Aktivisten. Und also man merkt auch schon am Sprachgebrauch, dass da eine völlige, ein völliges Abbügeln von Zuständen, wo man sagt, also ich will es noch mal aufgreifen, dieses Beispiel von vorhin, das ist doch für einen zivilisierten Staat, da beschmeißt man Polizeibeamte mit Kot und gießt Urin über sie und das wird noch mit johlendem Beifall belohnt. Ich habe nirgendwo einen Protestaufschrei gehört. Von niemand außer von der Polizeigewerkschaft. Gut, aber das haben wir ja aber seit Jahrzehnten. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Doch, Leute von Bahngleisen also weggetragen? Was gab's also für bei mich ist das ein Zeichen von Verwahrlosung und hat auch nichts mit Kultur zu tun. Aber das haben wir doch seit Jahrzehnten eigentlich. Aber ein Thema interessant ist das schon, finde ich. Weil das geht ja so weit, dass dieser Regelverstoß, sich sogar brüsten mit dem Regelverstoß, das geht ja bis in die hohe Politik, muss man auch mal ganz klar sagen, dass in letzter Zeit, nein, jetzt nicht persönlich, aber dass in letzter Zeit auch Regierungsmitglieder sich im Grunde damit brüsten, dass man gerichtliche Entscheidungen nicht achtet, dass man auch sagt, Gerichte, ja, die sollen sich mal nicht so haben, die sollen mal gefälligst schneller entscheiden, die sollen mal gefälligst, ja, es war doch erst letztens wieder ein CDU-Minister, der auch gesagt hat, Gerichte sollten sich mal ein bisschen mehr am gesunden Volksempfinden orientieren, statt an Recht und Ordnung. Und Bundesinnenminister, der sich im Grunde auch darin sonst, dass er sagt, naja, wir haben mal Probleme so aus der Welt geschafft, indem wir eigentlich mal ein bisschen so über Regeln hinweggehen. Also ich kenne jetzt den konkreten Fall nicht. Es ist aber ja schon so, dass wir teilweise, gerade in Schöffengerichten, haben wir nur einen Richter, sozusagen, korrigieren Sie mich, und zwei Bürger, die dann letztendlich aber das Urteil fehlen. Dann habe ich also einen Fachjuristen, der weiß, was ist in dem Fall zu tun. Wenn es aber sozusagen gelingt, in dem Prozess auf die Mitleidsdrüse zu drücken und dann zu sagen, oh, es ist ja alles gar nicht so schlimm, dann kann der eine Richter noch so versiert sein und noch so hart abstrafen wollen. Er wird mit seinem Urteil nicht durchkommen, wenn er sozusagen in so einem Schöffenverfahren aber sich das nicht ist durchsetzen doch, kann. Also diese beiden Schöffen, die sind doch das gesunde Volksempfinden, wenn man jetzt diesen seltsamen Begriff tatsächlich nimmt, oder? Das ist das gesunde Volksempfinden, das dazu berufen ist, eigentlich dem Juristen eigentlich zu zeigen, wie das Volk urteilen würde. Also grundsätzlich finde ich es mal sehr gut, dass sozusagen unsere Gerichte unabhängig sind und auch auf Recht und Gesetz entscheiden. Was aber tatsächlich ein Problem ist und was ich auch unterschreiben würde, ist, Tat und Strafe müssen in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Und es kann nicht sein, dass es teilweise 3 bis 4 Jahre dauert, bis Urteile zustande kommen. Und deshalb haben wir jetzt auch mehr in die Justiz investiert und gesagt, wir haben jahrelang missachtet, Staatsanwälte einzustellen, Richter einzustellen, die eben anständig auch ermitteln können und dann auch in der Lage sind, das volle Strafmaß mal auszuschöpfen, weil es unheimlich deprimierend für Polizisten, wenn sie jemanden hochnehmen, festnehmen und dann kommt er zur Justiz, die Justiz hat keine Zeit, macht das Standardverfahren und er kriegt die mindestmögliche Strafe, weil man gar nicht Zeit hat, das alles auszuwerten und da muss man tatsächlich ran und da kann ich schon sagen, das ist eine Baustelle, die wir haben und das haben wir tatsächlich in der Vergangenheit ein Stück weit von auch. Aber Justiz ist natürlich Politik zur Verfügung. Na klar, Justiz ist natürlich Ländersache und da gibt es natürlich ganz gravierende Unterschiede. Da gibt es Bundesländer, bei denen die Justiz wirklich das fünfte Rad am Wagen ist, oder? Ja, genau. Aber dann gibt es auch Bayern, die kennen Sie sich ja aus. Da gibt es zum Beispiel die höchste Aufklärungsquote im ganzen Bundesvergleich und es gibt dort auch die niedrigste Zahlen der Straftaten. Und das hängt natürlich schon damit zusammen, A, wie viel Polizei auf der Straße ich habe, B, wie kann die Polizei durchgreifen und C, wie wird auch letztendlich verurteilt und das gehört für mich nämlich auch immer dazu, Resozialisation und Prävention, damit es gar nicht erst zu einer Straftat kommt. Das ist diese sozusagen, ja, ist ja kein Dreiklang, Vierklang, würde ich sagen. Und ja, leider stehen sich manche Bundesländer mit ihrem Stolz im Wege, um dann zu sagen, ich schaue mir einfach mal ab, was die Kollegen an anderen Stellen besser machen. Ja, so ein typisches Beispiel ist zum Taschendiebbanden. Also in München am Marienplatz gibt es keine Taschendiebbanden. Oh ja. In Berlin gibt es ziemlich viele davon. Ja? Woran liegt denn das?
Das liegt daran, dass die Taschendiebe wissen, wohin sie sich bewegen. Und die gehen eben nicht nach München und nicht nach Bayern, sondern nach Berlin oder beispielsweise ins Ruhrgebiet oder in andere Ballungszentren, weil sie sagen, das haben mir Taschendiebe in Rumänien erzählt, die regelmäßig auf Cloud-Tour europaweit gehen, die sagen, in Bayern machen wir einen Bogen. Nicht umsonst, wir haben jetzt gerade über die Justiz gesprochen, liegt die Haftquote bei Taschendiebstahlsdelikt in Bayern beim fast Dreifachen im Vergleich zu Berlin, weil dort einfach die Justiz und auch die Polizei sehr viel konsequenter arbeitet. Wir brauchen ja keine neuen Gesetze, aber wir brauchen auf jeden Fall einen Rechtsstaat, der sehr viel konsequenter auf die Straße gebracht wird. Und ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion, wo das Thema Sicherheit auch für sozialen Unfrieden sorgt, wo man sagen muss, wir überwinden jetzt mal Parteigrenzen und gucken mal auf der Sachebene, wo funktioniert das Ganze denn gut und vernünftig. Und Fakt ist, dass Bayern, im Übrigen auch Baden-Württemberg, was das Thema Polizei und Justiz angeht, einfach grundsätzlich zu besseren Ergebnissen kommt, im Groben, jetzt so als Faustregel, als Bundesländer, wie beispielsweise Berlin oder wie Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit. Und da lohnt es sich sicherlich einfach mal dahin zu schauen. Staatsanwälte sagen, wenn wir nach Bayern kommen, werden wir bei Fortbildung zum Beispiel blass. Staatsanwälte aus Berlin oder auch aus dem Osten der Republik sagen, wir kommen nach Bayern, sind auf einer Fortbildung, da sind bayerische Staatsanwälte, da fühlen wir uns ganz klein, weil die besser ausgebildet sind, mehr Zeit bekommen, ihre Arbeit konsequenter, ordentlicher machen können. Und diese Rahmenbedingungen, die schafft Politik nun mal. Und ich würde mir wünschen, dass Politik insgesamt sagt, okay, dann nehmen wir uns mal ein Beispiel an Bayern, egal wie wir die CSU finden, die machen da gute Arbeit. Jetzt haben wir einen Polizisten aus Berlin da. Sind das Luschen oder fühlen die sich von der Politik allein gelassen? Das ist nochmal eine steile These. Also der Großteil von uns fühlt sich schon allein gelassen. Ja, also wir haben mal diese Sparmaßnahmen in Berlin gehabt, dank der rot-roten Regierung. Ich möchte jetzt auch keine Schuld irgendeiner Partei zuweisen, in Anführungsstrichen, weil jeder schiebt es immer auf die andere Partei. Die jetzige Regierung sagt ja, Henkel war schuld gewesen, Henkel hat aber eine schlechte Koalition gehabt. Also egal, wie man es dreht. Schlechter Innensenator. Genau, also die Politik schiebt es immer auf sich. Letztendlich Fakt ist aber, dass die Politik Tatsache daran Schuld hat, dass es so ist, wie es ist in Berlin. Ja, wir haben, ja, also andersrum, Berlin ist die größte Landespolizeibehörde, die wir haben. Ja, wir haben die meisten Übergriffe am Tag gegen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben den höchsten Krankenstand durchschnittlich. Wir haben das höchste Alter bei den Kollegen durchschnittlich. Wir liegen das in der Besoldung. Das Gehalt haben. Das niedrigste. Ja, wir liegen halt nicht gut in der Besoldung momentan. Ja. Die Ausrüstung lässt teilweise zum Wünschen übrig. Es werden Sachen beschafft, wo man auch sagt, naja, also schön, dass wir sie jetzt kriegen, aber da hat man sich keine Gedanken gemacht. Und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch die Polizeibehörde Berlin. Und das Gleiche ist ja dann auch halt in der Justiz in Berlin. Und, also, jetzt sind wir so schön beieinander. Aber auch an diesem Tisch, es geht immer um Schuldzuweisung. Es geht immer gegen die Partei, die Regierung. Und ich finde, das müssen wir jetzt mal hinter uns lassen und sagen, wo werden Probleme gelöst und wo nicht. Ob das die SPD, die CDU, der rot-rot-grüne Senat in Berlin ist, das spielt doch alles überhaupt keine Rolle. Politik ist der Ausgangspunkt. Jetzt sitzen wir so schön bei dem Tisch beieinander. Hier. Jetzt aber klären Parteipolitik wir mal. Nein, wir wollen ihn jetzt mehr. Ja nicht allein lassen mit Schuldzuweisungen. Nein, jetzt sitzen wir beieinander, jetzt machen wir einen Wunschzettel. Was muss sich denn ändern? Erstmal können wir schon darüber reden, was sich in Berlin ändern muss. Es ist aber ja nicht so, dass jetzt außer Berlin überall alles prächtig läuft. Das heißt, ein Großteil der Wünsche werden wahrscheinlich in anderen Bundesländern nahezu die gleichen sein. Was müsste sich denn alles ändern, damit die Polizei es nicht allein gelassen fühlt, sondern dass die Polizei konsequent reagieren und agieren kann? An materiellen Sachen oder an alles im gesellschaftlichen Kontext? Also zu einem, klar, wir klagen schon zum Teil einen mangelnden Respekt in gewissen Bereichen einer Stadt oder Landstrich, je nachdem, wo das eingesetzt ist. Darf ich da direkt mal einhaken? Ist das nicht dann auch ein, wie man Respekt einflößt? Also wenn ich zum Beispiel auf dem Oktoberfest in München mal sehe,
da gibt es keine Streife mit zwei Leuten, die sind immer mindestens mit acht Leuten. Ja? Und das ist vernünftig, geplant, vernünftig ausgebildet. Die laufen so, dass keiner jemand anderem den Rücken zuwenden muss. Und da haben selbst Betrunkene in der Regel Respekt, würde ich mal sagen. Ist das auch schon mal die personelle Ausstattung Voraussetzung dafür, dass man Respekt hat? Also es mangelt an Personal in Berlin, wo auch vielleicht in anderen Polizeibehörden. Hinzu kommt dann die Fortbildung der Kollegen. Also die Ausbildung sowieso, die muss fundiert sein, muss gut sein. Die Fortbildungsmöglichkeiten, die sind in Berlin relativ schlecht. Wir haben nur dreimal im Jahr Einsatztraining. Das ist, also jeder Kampfsportler wird sagen, ja, also mindestens einmal die Woche ist schon wenig und das mindestens ein Jahr lang, dann kannst du dich behaupten. Ne, bei dreimal im Jahr Ausrüstung fehlt. Was fehlt denn an Ausrüstung zum Beispiel? Sachen, die qualitativ gut sind. Also nicht das Billigste nehmen oder jahrelang irgendwas erproben. Warum nimmt man nicht das, was bereits irgendwo schon vorhanden ist? Westen, soll ich mal aus Nähkästchen plaudern? Es gibt keine Pistolen, es gibt das nicht, es gibt das nicht. T-Shirts. Unsere Polizei, unser Senat versucht seit 2 Jahren Pistolen zu kaufen. Für die Polizei seit 2 Jahren. Die nächste Stufe ist, wir versuchen irgendwo Bleistiftanspitzer zu kaufen. Also das ist doch alles nur noch lächerlich. Und wenn gefragt wird, wo kommt denn das her? Bayern? Berlin? Naja, weil es in Berlin keinen Verfolgungsdruck gibt. Und dieser Verfolgungsdruck ist auch politisch nicht gewollt. Und da kann ich mich ja immer rausmogeln und sagen, ich möchte keine Schuldzuweisung, ich möchte gerne über den Jahrmarkt im Himmel reden. Dort, wo Politik sagt, ich will das nicht, ich will nicht die Kriminalisierung der Bevölkerung, ich will keinen Verfolgungsdruck, na, da schaffen Sie ein Dorado für reisende Kriminaltäter. Ist doch völlig logisch. Ja? Also, das ist klar, der politische Wille, der muss erstmal da sein. Nur so nebenbei, ich kann immer aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir immer so tun, Berlin ist alles schrecklich und Bayern ist alles toll. Nicht alles, was viel Geld kostet, hilft auch viel. In Bayern hat man zum Beispiel über 1 Milliarde für den Dialog, für den digitalen Mobilfunk ausgegeben. Das Ergebnis ist, dass die Polizeibeamten am Münchner Flughafen mit analogen und digitalen Funkgerät herumlaufen, weil es so viele Funklöcher gibt für den Digitalfunk. Und inzwischen haben sie auch noch iPhones dazu, weil der Digitalfunk, der über 1 Milliarde gekostet hat, nicht in der Lage ist, Daten oder Bilder zu versenden. Was heute eigentlich, wenn ich an den Unfallort komme, irgendwie der Normalfall sein müsste. Also nicht alles, was Geld kostet, bringt auch viel. Aber der Ansatz ist natürlich der entscheidende. Der Ansatz ist dort immer da, für Sicherheit zu sorgen. Und ich wüsste auch etwas, das passt auch sehr schön, weil Sie gerade sagen, Ausrüstung, was nicht viel kostet, aber viel bringt. Und das ist das Thema Taser oder Elektroimpulsgeräte. Denn wir reden ja über Großstadtgewalt. In Großstädten gibt es S-Bahnen und U-Bahnen. Und wir haben momentan einen extremen Anstieg an Übergriffen auf Zugbegleiter. Und in so einem Zug haben Sie nun mal die Situation, da können Sie Ihren Knüppel nicht ziehen oder es wird sehr schwierig. Und wenn Sie mit einem Pfefferspray im Zug hantieren, dann treffen Sie garantiert immer irgendjemanden, der es nicht verdient hat oder unbeteiligt ist. Und es gibt einige Landespolizeien, Berlin hat es jetzt leider wieder abgelehnt, die sozusagen die Taser in Erprobung haben, die einige Spezialeinsatzkräfte nutzen das. Und es gibt sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Denn in der Regel hört der Angreifer auf mit seiner Aggression, wenn er schon das Geräusch hört. Sie können ja auf dieses Ding draufdrücken. Und dann macht das ein ziemlich eindringliches Geräusch. Und dann weiß er, was passiert. Und für die Einsatzbeamten oder die Einsatzkräfte ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil sie nicht die Schusswaffe ziehen müssen. Und sie wissen, sie haben ein nicht tödliches Hilfsmittel, was aber auch funktioniert. Und das funktioniert im Übrigen bei Drogenabhängigen, die drauf sind, genauso wie bei Betrunkenen. Oder bei... hat doch bei mir funktioniert. Das funktioniert auch bei riesigen... Personen, die man vielleicht also, mit körperlicher Macht nicht überfallen kann. Wir sind immer noch bei seiner Wunschliste. Was gehört noch alles? Taser ist ein schönes Stichpunkt. Ja. Also schließt die Lücke zwischen den Hilfsmitteln und der Waffe. Nur in Berlin sind es als Waffe deklariert und somit für uns nicht verwendbar. Viele Kollegen würden gesund nach Hause gehen, hätten sie einen Taser im Dienst dabei. Ja. Bestes Beispiel, wir werden noch zur Unterstützung angefordert durch Krankenhäuser, die eine geschlossene Abteilung haben. Da sind psychisch kranke Menschen, die schon unter Medikamenten stehen, ein Schmerzempfinden gleich gen Null haben. Nun sind die isoliert und sollen jetzt noch mal irgendwie fixiert werden oder Medikamenten vollpumpt werden, wie auch immer.
Und dann brauchen die Unterstützung von uns. Jetzt gehen wir da hin, zu 4, zu 5, zu 6, wenn wir Glück haben. Ein Kollege geht mit dem Schild rein. Und jetzt haben sie das Problem. Pfefferspray können sie nicht nehmen. Sie kontaminieren sich selbst in einem geschlossenen Raum. Mit einem Schlagstock in einer dynamischen Lage können sie dem erhebliche Verletzungen zuführen. Der wird nämlich nicht still stehen bleiben. Das heißt, ein Kollege kassiert maximal sowieso eine. Das wissen die Kollegen schon, die da reingehen. Schön wäre es jetzt, einen Taser zu haben, ja, und diese Person damit stillzulegen. Also da kann es also, jetzt ja aber nicht ums Geld gehen, woran liegt das? An politischen Willen. Am politischen Willen, ganz eindeutig. Genau. Aber wir halten es ja auch inzwischen für völlig normal, dass wir Wachschützer an Schulen haben, an Grundschulen. Ja. Wir haben Wachschützer im Jobcenter, wir haben Wachschützer im Krankenhaus. Das ist inzwischen bei uns alles völlig normal. Für mich ist das eben nicht normal, aber das ist, weil der Staat in Person der Politik einfach nicht mehr dafür sorgt, dass an bestimmten Stellen auch Ordnung herrscht und geordnete Abläufe. Und dass das eben, wenn Menschen meinen, sie müssten sich da ausleben, auf Kosten anderer, dass das die freie Entfaltung ist und dass das der Würde des Menschen entspricht. Artikel 1 Grundgesetz. Ja, okay. Und die Freiheit braucht ja erstmal Sicherheit. Das ist das, was man einfach nie vergessen darf. Und um zu Verhältnissen zu kommen, wie in vielen anderen Ländern, wo das normal ist, dass man überall Sicherheitskräfte hat, wo das normal ist, dass Wohlhabendere in abgegrenzten eigenen Communities leben. Das sind ja alles Zustände, die wir nicht haben wollen. Aber genau dafür brauchen wir Sicherheit. Ja, aber das ist ja nun wirklich eine alte Weisheit. Freiheit und Sicherheit sind kommunizierende Röhren. Und wo ist je mehr Freiheit ich haben will, bitte? Desto weniger Sicherheit habe ich und umgedreht. Und ich muss mich nun schon entscheiden. Akzeptiere ich den Auftrag der Politik, die Bewahrung der inneren Sicherheit ist eine zentrale Aufgabe der Politik, dann muss sie der auch nachkommen. Oder sage ich, nein, die Freiheit ist mir lieber, ich möchte lieber schrankenlos, laissez-faire mein Leben gestalten. Na, dann muss ich aber eben halt auch damit leben, dass ich hin und wieder auf die Nuss kriege, wenn ich in der U-Bahn fahre. Und über allem ist übrigens der Rechtsstaat, der das beides zusammenhält, der die Balance auch finden muss zwischen jedenfalls Freiheit und Sicherheit. Na, jedenfalls der es von sich behauptet, nicht? Weil wir haben keine rechtsfreien Räume, sagt die Politik. Der Rechtsstaat muss seine Zähne zeigen und es gibt keine rechtsfreien Räume. Das ist doch alles. Politiker, die Zähne haben. Das ist doch alles Quark. Er hat ja ein gutes Buch zu dem Thema geschrieben. Haben wir denn rechtsfreie Räume? Es gibt auf jeden Fall Räume, in denen der Rechtsstaat gehörig unter Druck gerät. Herr Buschkowski war lange Zeit Bezirksbürgermeister in Neukölln. Dort gibt es so Straßenzüge, in denen die Polizei einfach nicht mit zwei Schutzmännern in einem Streifenwagen durch die Gegend fahren können. Das haben wir auch in anderen Gegenden, im nördlichen Ruhrgebiet, in Essen, in Duisburg, in Dortmund, in vielen anderen Städten, in Frankfurt. In Frankfurt am Main, wo der Rechtsstaat schon gehörig aufmuskeln muss, um dort überhaupt irgendwo reinzugehen. Ich habe neulich eine Razzia in Neukölln begleitet von Polizei und dem Neuköllner Ordnungsamt. Da geht es um eine Kontrolle von Shisha-Bars. Und da haben wir dann eine Shisha-Bar neben der anderen leer gemacht. Und diejenige, in der ich ganz genau wusste, weil ich die Truppen kenne, diese Clan-Mitglieder, die dort sitzen, das sind die wirklich gefährlichen Jungs. Die anderen waren so ein bisschen, waren so halb gefährliche Beifang. Da sitzen die ganzen Knaller drin. Da sagt die Polizei dann, da gehen wir nicht rein, da sind wir gar nicht genug Leute für. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, aufgeben. Ja, ich würde das jetzt nicht so überdramatisieren, aber da wird es kritisch, da wird es problematisch. Ich bin der Meinung, dass Polizei überall und immer konsequent polizeilich handeln muss. Und dort an den Orten, wo das nicht mehr geht, ist auf jeden Fall der Rechtsstaat in Gefahr. Inwieweit wir jetzt es gibt ja diese Debatte um No-Go-Areas oder nicht. Das ist viel auch Wortklauberei dabei. Aber die Polizei und der Rechtsstaat muss überall dazu in der Lage sein, konsequent zu handeln. Und dort, wo das nicht geht. Ich erlebe das ja selbst als Journalist. Ich komme als Fernsehjournalist mit der Kamera, stelle die auf der Sonnenallee auf in Neukölln. Und dann stehen gleich so sechs und sagen irgendwie hier auch das wieder deutsch gesprochen, verpisst euch. Ihr dürft keine Bilder machen. Das kenne ich
von irgendwelchen rechtsextremistischen Demonstrationen irgendwo in Chemnitz oder in Cottbus in gleicher Weise? Oder sind einfach Leute, die für sich diesen Ort behaupten und sagen, wir setzen hier die Regeln durch und nicht die Polizei und du kannst jetzt als Medienvertreter hier deine Arbeit nicht machen? Ja, das sind Gegenden und Zustände, die wir so nicht akzeptieren können. Was macht denn das mit der Motivation eines Polizeibeamten, wenn er weiß, es gibt Situationen oder es gibt Areas, wie man so schön heutzutage sagt, den bin ich nicht gewachsen, da muss ich die Finger davon lassen, wenn ich gesund wieder heimkommen will. Genau, also nicht gewachsen möchte ich jetzt mal dahinstellen. Also natürlich gehen wir überall hin, dafür sind wir da. Nur am Ende des Tages wollen wir auch gesund nach Hause kommen. Naja, die meisten haben auch Familie. Und es ist Tatsache so, es gibt Bereiche, wo wir halt mit einer Funkstreife so gar nichts ausrichten können. Ja, wir hatten erst letztes Jahr ein Beispiel gehabt, da haben Kollegen angefangen, gegenüber einer Shisha-Bar Fahrzeuge abzustrafen, weil sie auf dem Fahrradschutzstreifen standen und holten sich dann einen Abschlepper. Und dann fingen die Herrschaften aus der Bar heraus an, die Kollegen mit Eiern und anderen Gegenständen zu beschmeißen. Und wir konnten die Situation dann halt nur erklären, dass wir halt relativ zügig mit Manpower dort aufgekreuzt sind, auch mit einer Gruppenstreife der Hundertschaft und mit Hundeführern. Also vor Hunden haben sie halt Respekt. Das hat uns da so ein bisschen und auch den Kollegen den Hals gerettet. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist für die Polizei faktisch gibt es keine No-Go-Areas. Wir gehen da rein, wo andere rausrennen. Dafür sind wir da. Uns reicht ja aber auch nicht zu sagen, ich gehe überall hin, sondern ich muss natürlich auch einen Plan haben. Wir müssen schon mit Köpfchen. Also das hat man zum Beispiel in NRW auch gesehen. Ja. Ich sage nur Domplatte, dass es gar nicht reicht, eine bestimmte Anzahl von Polizeibeamten präsent zu haben, sondern die müssen auch ordentlich geführt werden. Ordentlich ausgebildet sein und die müssen einen Plan haben, wie sie vorgehen. Wirklich zu wenig. Das ist ja halt wie immer dieses, ist ja schon leierkastenartig nach Demonstrationen von rechts oder von links, wenn dort Verstöße den 86a StGB existieren, ja, dann heißt auch mal aus der Politik heraus oder aus diesen Medien, ja, die Polizei macht ja nichts, die guckt da zu und die macht da nichts. Natürlich machen wir was. Ja, wir haben da unsere Belo-Trupps, Beweis- und Dokumentationseinheiten, die filmen diese Demonstration. Und wir haben mit 100%iger Wahrscheinlichkeit diesen Herrn, der den rechten Arm hebt, auch garantiert videografiert. Ja. Aber reicht es denn, Verstöße zu dokumentieren? Die werden ja in der Regel auch gefunden. Die werden entweder das sind ja Wiederholungstäter nach der Demonstration. Ja. Nein, ich meine, ist es nicht sinnvoll, so Dinge dann sofort zu unterbinden? Ich war neulich auf der Demonstration am 3. Oktober in Berlin. Ja. Ja, großes Einheitsfest mit dem regierenden Bürgermeister, der gerade den Bundesrat anführt, irgendwie 10.000 von Menschen rund ums Brandenburger Tor. Und auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs in Richtung Mitte gibt es eine rechte Demonstration mit 1.500 bis 2.000 Leuten. Reichsbürger, also Menschen, die diesen Staat zutiefst ableben, angeführt von einem Ordnungsdienst der NPD. Im Prinzip das gesamte rechte Spektrum, einige AfD-Leute dabei. Und ich habe selbst das gesehen, wie Leute dort den Hitlergruß gezeigt haben. Ich habe es gesehen und ich erlebe das auch auf anderen Demonstrationen. Diese Leute wurden nicht direkt rausgezogen. Und es wäre ein leichtes gewesen für die Polizei, dort zu handeln. Ich kann das verstehen. Es findet immer eine Güterabwägung statt. Wie kritisch ist das? Wie schwierig ist das? Das kennen wir aus dem Fußballbereich, um das nicht noch mehr zu eskalieren. Aber in dieser Situation wäre es ein leichtes gewesen und es findet nicht statt. Und die, das muss ich sagen, da kann ich dann als Beobachter das nicht ganz verstehen. Ich habe es in Köthen genauso erlebt. In Köthen bin ich neulich an einem Amt da gewesen, nachdem es dort zu einem Tötungsdelikt gekommen ist, Gemengelage, Flüchtlinge, Opfer von vor Ort, deutsches Opfer, anschließend ein rechtsextremistischer Mob, der sich dort versammelt in der Stadt. Dort wird Volksverhetzung genauso betreten. Viele linke Kräfte, ganz muss ich aber dazu sagen. Öffentlich. Ich glaube, zwei Lager wieder. Öffentlich, ja. Ich habe ja zwischen den Polizisten gestanden dort, als wir diese Rede dort. Da gibt es nicht mal eine Durchsage, die man konsequenterweise hätte machen können, das zu unterlassen.
Und wenn dort keine Grenzen gezogen werden, auch durch die Polizei, dann fühlen sich diejenigen, die bei so einer Demonstration sind, ermutigt, genau das weiter zu tun. Und das hat nichts mit irgendeiner politischen Richtung zu tun, sondern das hat einfach mit Menschen zu tun, die irgendwo angetreten sind, um Regeln zu verletzen, um Regeln zu brechen. Die fahren ja deswegen überhaupt nur dorthin. Und wenn sie merken, dass sie das ungestraft tun können, dann werden sie das immer weiter tun. Also mich erinnert das an zu Hause. Es ist bei meinen Kindern nicht anders. Ja? Grenzen austesten. Also wenn ich meine Kinder machen lasse, wie sie wollen, dann steht nach einer Woche das Haus wahrscheinlich nicht mehr. Ja? Oder nur noch eine Ruine davon. Das heißt, ich muss Tag für Tag klar machen. Erstens mal muss ich die Regeln erst aufstellen. Dann muss ich klar sagen, was passiert, wenn die Regeln nicht eingehalten werden. Und das Wichtigste, ich muss das dann auch tun. Ich muss das tun und vollstrecken, auf Deutsch gesagt. Auch bei Kindern muss man fast vollstrecken, um die Regeln durchzusetzen. Das haben Sie aber auf einem anderen politischen Spektrum auch genauso. Hamburg, G20, dort bin ich gewesen. Irgendwie dort gibt es große Demonstrationen von Menschen, die sich eine bessere Welt wünschen, die nachvollziehbare Gründe haben, für die sie auf die Straße gehen. Aber in ihren Reihen gibt es Leute, die einfach politisch motivierte Gewalttäter sind. Die greifen Polizisten an und alle anderen schauen zu, akzeptieren das, ermutigen diese Leute möglicherweise durch dieses, das ist schon in Ordnung, dass ihr das tut, und so wird Gewalt größer. Und haben wir auch eine Akzeptanz inzwischen für politisch motivierte Gewalt? Ich kann das nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich bin gegen Rassismus, ich habe ein Problem mit der AfD, um ein Beispiel zu nennen, gekauft. Das ist eine Position, die kann man vertreten. Aber wenn der nächste Schritt es ist, zu sagen, es ist auch in Ordnung, das Parteibüro ein Parteibüro der AfD anzugreifen, dann ist es genauso verfehlt und falsch und verwerflich wie ein Büro der Grünen oder der Linken, die angegriffen wird. Die Motivation, die dahinter steckt, ist ziemlich ähnlich. Also Leute werden ja entmenschlicht. Polizisten werden zu Schweinen erklärt. Das machen Rechtsextremisten auch. Die erklären irgendwie ihre Gegner auch mit allen möglichen Beleidigungen. Irgendwie Linke werden zu Zecken. Linke werden zu Zecken und so. Und damit, und diese Ermenschlichung führt dann im Zweifel auch zu einer Gewaltanwendung gegen Polizisten, gegen Linke oder auch gegen Migranten aus Sicht der Rechten. Und da muss man auch einfach eine Grenze ziehen, zu sagen, es ist etwas anderes, auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich mache eine Demo, eine Kundgebung gegen Rechtsextremisten, wunderbar. Ne? Die einen sagen so, die anderen sagen so, wir sind dagegen. Aber dass es dann auch im Prinzip als erlaubt gilt, Rechtsextremisten gewalttätig anzugreifen, das ist nicht zu akzeptieren. Das ist doch ganz selbstverständlich. Genau richtig gesagt, und der Rechtsstaat, der muss dazwischen stehen. Ja. Der muss genau dazwischen stehen, nicht links, nicht rechts, nicht bei den einen Chaoten, nicht bei den anderen. Die Polizei wird leider oft dafür angefallen. Und in dem Moment, wo einer Regeln übertritt, muss der Rechtsstaat dafür sorgen, dass das beendet wird, so schnell wie möglich. Ja? Egal, ob das linke Chaoten sind, ob das rechte Chaoten sind, wer immer das ist. Vergessen Sie bitte die Islamisten nicht. Ja. Über die haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Ja. Wir wollen auch, ich habe schon noch ein paar Gruppen, über die wir dringend. Wir haben über Chaoten gesprochen, wir haben über Schüler, über Eltern, wir haben über gesellschaftliche Änderungen gesprochen. Aber wir sollten schon, glaube ich, auch intensiv noch mal reden über die Urheber von Großstadtgewalt. Wir haben jetzt mal die Taschendiebe so ein bisschen gestreift. Wir haben auch die Clans ein bisschen gestreift. Das ist ja doch schon ein ganz eigenartiges Phänomen. Clans, die offensichtlich, so wie man das sich aus Mafia-Gegenden eigentlich vorstellt, die sich bestimmte Areas zu Untertanen gemacht haben. Oder wie ist es? Er schüttelt schon den Kopf. Na, die Gleichsetzung von diesen Großfamilien und der Mafia hinkt immer ein bisschen, weil in die Mafia können sie eintreten und auch wieder austreten. In die Großfamilie werden sie hineingeboren. Da sind sie drin. Sie tragen den Namen und dann ist mitgefangen, mitgehangen. Das ist einfach so. Und dann gibt es ja den Schönsprech, ja. Ach, na ja, es sind ja nicht alle kriminell in so einer Großfamilie. Zwei Drittel sitzt zwar gerade und die anderen sind Frauen. Aber es sind ja auch gute dabei und. Weil wir haben ja im Moment ist ja so ein Hype gegen diese Großfamilien. So, das ist aber ausgelöst durch diese Hinrichtung des einen Intensivtäters in Berlin davor. Die Familien sind doch nicht neu.
die sind ja seit 25 Jahren da. Und seit 25 Jahren teilweise gibt es viele Insider, die immer wieder vor diesen Familien warnen für den Ausbau ihrer Machtstrukturen im täglichen Leben. Es hat bisher noch niemanden interessiert. Es ist immer weggebügelt worden, schön geregelt worden, obwohl alle, die sich in dem Feld tummeln, ihnen die Namen an den Fingern aufzählen können. Wie kann es denn so weit kommen, dass die Polizei denen nicht mehr Herr wird? Ist es Sache der Polizei oder ist es Sache der Gerichte oder Sache der städtischen Behörden? Da haben viele ein Süppchen mit zu kochen. Also sobald es um Straftaten geht, natürlich ist die Polizei zuständig. Aber auch das Finanzamt wäre da sicherlich gut beraten, mal reinzuschauen. Ja? Eventuell auch der Zoll bei diversen Etablissements, die Herrschaft betreiben. Aber halt auch das Jugendamt wäre gut beraten, da mal reinzuschauen. Der Beaufsichtsamt, oder Herr Buschowski, was sagen Sie dazu? Wie stellen Sie sich denn das vor? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, was Sie gerade so locker formuliert haben. Der Sozialarbeiter geht in einen hochkriminellen Clan der organisierten Kriminalität und sagt, hallo, 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 ich habe hier ein Urteil vom Familiengericht, ich nehme jetzt hier mal zwei Familien mit. Und sie glauben, das funktioniert. Die glauben, der schafft es noch bis 50 Meter vor die Wohnungstür. Also wir begleiten schon Gerichtsvollzieher und auch das Jugendamt zu diversen Familien. Was passiert denn? So ist ja nicht. Ich war 4 Jahre in Neukölln Jugendstadtrat. Ich weiß, wie viele Sozialarbeiter uns zusammengeschlagen wurden und mit Waffen über die Sonnenallee gejagt wurden, zu sagen, na, da muss das Jugendamt in so eine Familie mal gehen und die Kinder rausholen. Also sorry, Sir, das ist nicht sehr lebensnah. Wie lange ist das her? Wie lange ist es her als Jugendstadtrat? 95 bis 99. Das waren noch gute Friedenszeiten. Ja. Aber immerhin auch über 20 Jahre her und da war das schon so. Also 99 bis 18 ist noch nicht über 20 Jahre, aber ist egal. Naja, 95 bis 18. So. Okay. So, und also ich sag mal, da macht man sich das sehr leicht, weil diese Großfamilien, die ja bis 1000 Personen groß sind, sind alle bewaffnet. Alle, ohne jede Ausnahme. Und sie wissen sich auch zu wehren. Und sie lassen sich staatliches Handeln nicht gefallen, weil sie unsere staatliche Autorität von Grund auf ablehnen. Also, wir haben ihnen nichts zu sagen. Sie sind die Könige des Kiezes. Also das konkret, was braucht unser Rechtsstaat, um dem ein Ende zu setzen? Wie muss er agieren und was braucht er dazu? Müssen wir ihn hat ein gutes System. Sollen wir ihn hat hinschicken? Er mir vorhin gesagt. Also ich persönlich, mir geht es vor allen Dingen um die Kinder und Jugendlichen. Na, wir reden jetzt schon von den Clans. Was mache ich, um das zu beenden? Also wenn ich deren Kinder zumindest versuche aufzufangen, indem ich ihnen Werte vermittle, die vielleicht von zu Hause nicht so vermittelt werden, dann sorge ich schon mal dafür, versuche zumindest dafür zu sorgen, dass die Generationen, die nachwachsen, vielleicht wieder andere Werte auch leben. Es ist aber verdammt schwer, wenn natürlich die Eltern oder die Geschwister dazu vorleben. Aber trotzdem ist es einfach mal so, ich war ja nur auch mal auf einer Seite, die kriminell ist, wenn man als in Deutschland Steuern hinterzieht. Dann kommt jeder an und sagt, wie kannst du dir das leisten und das leisten und das leisten? Und dann musst du da Rechenschaft ablegen. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du verdonnert und die nehmen dir das weg. So, wenn ich also jemanden sehe, der sich ein dickes Auto leisten kann, dann kann ich doch fragen, woher kannst du dir das leisten, wenn du in Wirklichkeit aber Stütze beziehst? Und in dem Moment kann ich doch auch handeln. Wenn man ihnen die Statussymbole einschränkt oder wegnimmt, dann wird schon eine große Aktion darin nämlich passieren, wenn die müssen ihre Gelder ja irgendwo lassen, wenn sie nicht alle wegbringen, und das tun sie ja nicht. Sie kaufen hier legal oder illegal Wohnungen, Häuser etc. Und das ist alles nachvollziehbar, hat das Finanzamt gesagt. Ich frage mich bloß, warum das Finanzamt denn nicht einfach mal danach geht. Weil wenn wir unsere Zahlen angeben, da kommen sie ständig kontrollieren. Aber warum kommt da gar keiner kontrollieren? Wenn die mit dicken Autos vom Arbeitsamt stehen oder vom Sozial, von Hartz IV leben. Sie haben Angst davor. Ja, genau. Ich kann nicht ausreden lassen. Also ich habe schon eine Wahrnehmung, die Sie auch haben, Herr Buschkowski, teile ich auch. Ich bin ja Polizeibeamter in Berlin. Ja, also so ist es nicht. Ja, diese Wahrnehmung habe ich auch, keine Frage. Herr Holt fragte halt, was für Maßnahmen man sich vorstellen kann, wer mitarbeiten muss. Und da sind immer mehrere Behörden gefragt. Und natürlich auch am Ende die Justiz und auch die Politik, die da stehen muss. Und daran scheitert es. In der Regel. Dazu würde ich aber auch mal was sagen. Bei uns. Ja, wir haben es gibt ja die 16 Landespolizeien, es gibt auch noch die Bundestagspolizei und es gibt die Bundespolizei. Und einiges ist jetzt auch schon auf den Weg gekommen, weil wir jetzt ein Bild zeichnen. Wir haben ganz am Anfang gesagt, die Straftaten sind ja so niedrig wie schon lange nicht mehr. Und trotzdem ist das subjektive Sicherheitsgefühl in vielen Städten schlecht.
Da müssen wir nicht drum herum reden. Und jetzt hat ja die Politik auch schon darauf reagiert, weil sie immer so, die Politik gibt es ja auch nicht, genauso wie die Polizeibeamten und die Verbrecher. Aber wir haben ja einiges gemacht, also zu den Rettungskräften zum Beispiel. Wir haben ja erstmal die Strafen für Angriffe auf Rettungskräfte massiv erhöht. Das ist, glaube ich, erstmal ein wichtiges Signal gewesen. Dann haben wir in diesem Jahr... Haben Sie schon einmal von einem Urteil gehört, wo diese höheren Strafen angewandt wurden? Genau. Ich habe davon noch nie was gehört. Das wird nicht angewandt. Richtig. Das ist aber jetzt der nächste Schritt. Jetzt müssen wir auch mal über das reden, was wir jetzt schon gemacht haben. Das nächste ist, wir haben jetzt, und da sind wir bei den Clans, wir haben jetzt ein neues BKA-Gesetz, also Bundeskriminalamt. Das BKA hat das Thema Clans vor 14 Jahren. Es gibt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, an der das BKA mitgewirkt hat, 2004. Entschieden, das ist kein Bundesthema. Damit muss sich das BKA nicht beschäftigen. Wir haben, schwarz auf weiß. Ich will doch, lassen Sie mich noch den Satz zu Ende bringen. Wir haben das BKA-Gesetz jetzt auf den Weg gebracht. Damit dürfen Ermittlungsdaten aus verdeckten Fahndungen überhaupt erstmal, sind erstmal gerichtszulässig. Oft haben sie das Problem, dass sie da nicht reinkommen. Wir sind jetzt dabei, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, wir machen eine Reform, die nennt sich Polizei 2020, eine Datenschnittstelle, wo ich überhaupt erstmal an die Informationen rankomme. Das ist nämlich ein Riesenproblem, wenn sie gegen Clans vorgehen, die teilweise länderübergreifend agieren, dass sie gar nicht an die Daten rankommen. Und sie kommen eben auch nicht an die, was gerade gesagt wurde, an die behördenübergreifenden Daten. Aber das sind alles Binsen. Das sind Dinge, die sind seit Jahren Ein Punkt muss ich sagen. Und den Punkt muss ich aber noch bringen. Es ist das Geld. Nein, das ist das Geld. Am Ende ist das Geld der Schlüssel. Wenn Sie den Organisationen das Geld abdrehen, und darum geht es immer, dann kriegen die ein Problem. Dann sind die Statussymbole weg, dann fehlt das Geld zur Finanzierung von neuen Missionen. Vollkommen recht, aber ich stelle mir die Frage, diese Debatte, die wir heute führen, warum haben wir die nicht vor 15 Jahren geführt? Herr Buschkowski hat es versucht in Berlin. Ja, weil die Leute nicht dafür da sind und nicht die Eier in der Hose haben. So will ich es einfach mal deutlich sagen, einfach mal durchzugreifen. Das ist das Problem. Vielleicht sollten Sie sich mal wieder welche wachsen lassen, dass das passiert. Hier geht es nämlich um unseren Staat. Und da muss was passieren. Und wenn Sie alle wegschauen und alle nur an Ihre eigenen Töpfchen denken und sich nicht einfach mal überlegen, was Sie nämlich für den Staat tun sollten, sondern weniger für sich selbst, dann würde sich irgendwas verändern. Herr Buschkowski hat es probiert und alle anderen haben damit im Stich gelassen. Ja? Und genau das sollte jetzt mal wieder sich ändern. Ich stelle mir wirklich, Sie haben vollkommen, mit vielem, was Sie sagen, haben Sie recht. Ich verfolge auch diese Entwicklung mit großem Interesse. Aber ich stelle mir schon ganz entscheidend die Frage, warum jetzt? Kann ich sagen. Ja, weil wir jetzt, Sicherheit hat jetzt Konjunktur. Wir haben noch nie so einen großen Haushalt gehabt wie zuvor. Und jetzt durch die vielen Themen, die auch durch die Migration mit ausgelöst wurden, durch die Straftaten und Gewalt, die auf einmal spürbar ist. Vorher haben wir geredet, wir sind ja nicht in die Tiefe reingegangen, das sind ja alles Diebstahlsdelikte, Fahrradklau, Drogenmissbrauch, Einbrüche, da haben wir uns ja schon dran gewöhnt, wenn jemand in den Keller einbricht, dass das sowieso nicht aufgeklärt wird, das haben wir ja schon so langsam hingenommen. Jetzt geht es aber ans Eingemachte, und wir haben ja auch eine Zunahme an Straftaten, Körperverletzungen, also Gewaltdelikte, die steigen, und das merken die Bürger natürlich sofort und unmittelbar. Und das ist etwas, da sagt sich selbst der noch so toleranteste Bewohner im Prenzlauer Berg, um den mal herauszugreifen, jetzt reicht's. Und dann ist der Druck natürlich auch auf die Politik. Wenn ihm das 4.000-Euro-Fahrrad geklaut auch auf wird. Wenn er zusammengeschlagen wird. Dass der Druck auf die Politik und auch auf die Teile der Politik gestiegen ist, die vorher gesagt haben, ach, das Geld, ihr wollt jetzt die Polizei ausstatten, gebe ich es lieber in die Schule. Das sind doch die Diskussionen. Oder in die Präventionsarbeit. Dass die jetzt gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr. Und jetzt auf einmal ist Geld da. Und jetzt gibt es auch einen breiten politischen Konsens dafür, diese Gesetze endlich mal anzupacken, die wir über Jahre vernachlässigt haben. Da gebe ich Ihnen doch recht. Ich glaube, Herr Carsten, dieser Break-Even, der ist jetzt auch da. Und jetzt ist es an uns, diese Stimmung auch zu halten, zu sagen, jetzt müssen wir es umsetzen. Denn Polizisten und Juristen, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die müssen wir auch erst mal ausbilden. Das heißt, es wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis die überhaupt da sind. Aber du siehst doch, ich gebe dir da vollkommen recht, aber du siehst doch zum Beispiel, das ist meine Heimatstadt, was Berlin da tut. Ja, das dass sie im Endeffekt ihnen keine Taser zur Verfügung stellen, die Ressourcen kürzen und im Endeffekt alles unterdrücken und die Wahrheit ans Licht gar nicht erst zulassen. Und genau da muss ich da mal ändern. Und deswegen sage ich ja, da müssen einfach mal was passieren. Für mich, und das sage ich immer laut und deutlich, Politiker sind die Angestellten des Volkes und die haben für das Volk zu sorgen, dass Sicherheit da ist und dass Veränderung da ist. Also tun Sie Ihren Job, können Sie ihn auch gerne behalten, können Sie auch gerne sich damit brüsten, aber tun Sie den nicht, dann sollen Sie weggehen und sollen den Job jemand machen lassen, der ihn kann. Denn so kann es nicht weitergehen. Und dafür gibt es Wahlen. Aber das ist auch eine Binse, wie man so schön sagt, dafür gibt es Wahlen. Und trotzdem dürfen zum Beispiel in Berlin seit langem dieselben Leute weitermachen. Ja, oder? Also nicht von mir gewählt. Man hat das, nicht von mir gewählt. Man hat aber tatsächlich den Eindruck, dass einfach dieses, so haben wir damit auch am Anfang angefangen, dass das Sicherheitsgefühl inzwischen so weit im Keller ist,
Ja, unabhängig davon, wie die tatsächlichen Zahlen sind, aber das Sicherheitsgefühl ist soweit im Keller durch solche exponierten Dinge, ja, wie Clans zum Beispiel, dass inzwischen einfach die Politik gar nicht mehr dran vorbeikommt zu handeln. Aber das Thema ist natürlich dort, wo es wirklich an allem fehlt. Ja, ganz richtig, kann ich ja nicht von heute auf morgen was erreichen. Das heißt, es wird auch wieder Jahre dauern. Also ich habe immer auch gerade, wenn ich über diese Clans und No-Go-Areas höre, dann denke ich immer an New York. New York war ja vor, ich glaube, auch ungefähr 20 Jahren, wir wollen uns jetzt nicht über eins der Jahre streiten, vor 20 Jahren eine Stadt, wo man eigentlich wusste, in die Bronx geht man halt nicht allein zum Beispiel und solche Dinge. Ja. Und da hat es einen neuen Bürgermeister gebraucht. Und innerhalb von ein paar Jahren ist New York zu einer Stadt geworden, wo man sich nicht mehr Sorgen machen muss als in Frankfurt, würde ich jetzt mal sagen. Also Herr Wuschkowski, ja, noch mal kandidieren. Ja. Ja. Also das ist ja wirklich tatsächlich entscheidend. Es muss der politische Wille da sein. Wir kommen dann gleich noch dazu. Es müssen schon auch noch andere Dinge, glaube ich, geändert werden. Aber erstmal muss der politische Wille da sein, da grundsätzlich was zu ändern. Und dass es innerhalb eines Landes so stark auseinanderdriftet, das ist eigentlich schon ganz traurig. Ja. Sie haben da schon ein Nord-Süd-Gefälle halt, ne? Also auch, ja. Allerdings schon, da möchte ich jetzt schon auch ganz gerne noch drauf kommen, klappt denn die Zusammenarbeit? Ja? Wenn man nämlich, da sehe ich schon auf mehreren Gesichtern hier ein müdes Lächeln, gerade wenn man so Themen mit Gefährdern in den letzten Jahren mitverfolgt hat, kommt man doch zum Ergebnis, dass diese Sicherheitsstruktur in Deutschland eigentlich schon von vorgestern ist. Dass teilweise auch da die Ausrüstung, es geht ja nicht nur um Elektroschockgeräte oder ähnliche Dinge, sondern dass tatsächlich auch zum Beispiel die Daten, ja, wie viel, ich habe mal im Internet geschaut, es gibt über 50 verschiedene Datenbanksysteme in Deutschland für die Polizei. Ja. Wenn ein Grenzpolizist in Bayern, der hat übrigens auch die Probleme, wenn der jetzt an der Grenze jemand aufgreift, dann hat er 5 Dateien, in denen er eigentlich nachschauen sollte, ob derjenige zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das macht der Grenzpolizist natürlich nicht, das schafft er auch nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich hab die BKA-Daten, ich habe jeweils die Landespolizeidaten, ich habe das SES-Schengen-Daten, ich habe das Ausländerzentralregister, in dem übrigens hat man inzwischen festgestellt, teilweise Daten von 1921 noch drin sind. Also Menschen, die höchstwahrscheinlich nicht mehr straffällig werden, würde ich jetzt mal sagen. Aber die könnten ja mal gemogelt haben. Man hat Europol, Schengen, SES habe ich schon gesagt. Also was macht denn der einzelne Polizist? Sind wir denn da wirklich weit genug, wie die Polizei bundesweit überhaupt vernetzt ist und zusammenarbeitet? Also da ist sich leider Gottes der Föderalismus selbst im Weg. Das stimmt. Weil nicht jede Landespolizeibehörde hat das gleiche Computersystem. Mhm. Noch nicht mal das Land als solches. Also ich werde ja schon vor Probleme gestellt, wenn ich in Berlin ans Jugendamt was schicken möchte. Das muss dann als PDF erfolgen, wenn es funktioniert, ansonsten als Fax. Also ich kann ja noch nicht mal meinen Vorgang, noch nicht mal an den Kollegen der Bundespolizei was schicken, weil übersenden. Er kann damit nichts anfangen. Ich muss es ihm als Hardware ausdrucken, am besten dann noch selbst zur Bahnhofswache fahren. Nimm nur eine Brieftaube. Und dann tippt er das händisch wieder an seinen Computer, um das bei sich zu erfassen. Also, macht er das nicht verrückt? Das ist Deutschland 2018. Also was soll ich dazu sagen? Da ist jeder Verbrecher besser ausgestattet. Ja. Wir haben seit einem Jahr Gott sei Dank endlich mal auch Smartphones und Tablets. Nein. Ja. Also stellen Sie sich mal das Problem vor, Sie rufen uns an, Ihre demente Frau oder Mutter ist abhanden gekommen. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal zu Ihnen. Sie haben hoffentlich ein Bild. Was haben Sie? Meistens irgendwo eins im Regal. Damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen. Das heißt, ich nehme das erstmal mit. Also, ich frage, ob ich mitnehmen darf. Ich nehme es mit. Ich fahre zur Wache und kopiere mir das. Damals halt noch zum größten Teil schwarz-weiß. Und jetzt muss ich das natürlich an alle Dienststellen verteilen. Ja, also man kann es faxen. Dann sieht es dementsprechend aus. Dann, oder wenn man Glück hat, kann man es auch per PDF dann an aller Dienststellen verteilen. Aber jetzt haben sie das Problem noch nicht gelöst. Jetzt haben wir an allen 60 Dienststellen, wie auch immer, dieses Bild ausgedruckt. Jetzt müssen es aber noch die Funkwagenfahrer kriegen. Also jetzt überlegen Sie mal, wie lange Zeit es in Anspruch nimmt, bis wir ein Foto... WhatsApp gibt es übrigens schon, Jungs. Ist ja verboten. Dürfen wir ja nicht machen. Ja. Also jetzt haben wir mittlerweile schon dieses Smartphone sowas umgehen können, aber immer noch nicht hundertprozentig. Und hinzu kommt halt, dass wir uns halt nicht austauschen können mit anderen Behörden, weil wir ein anderes System haben. Ich glaube, lediglich mit Hamburg und Nordrhein-Westfalen, glaube ich, können wir übergreifend arbeiten,
aber nicht mit der restlichen Bundesrepublik. Das heißt ja zum Beispiel, wenn Sie einen Tatverdächtigen bei sich sitzen haben und Sie wollen wissen, ob der in Niedersachsen sich schon was hat zu Schulden kommen lassen, dann versuchen Sie was? Also es kommt etwas, wofür er noch nicht verurteilt ist? Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Nein, also wir haben ja in Berlin ja auch nur Zugriff auf ein BKA-System, so Inpool, und auf unser eigenes Berliner System. Und können natürlich nicht sehen, ob er in Niedersachsen schon einen Widerstand geleistet hat gegen Verstreckungsbeamte oder andere Gewalttaten, wenn das nicht beim BKA erfasst ist. Wissen sowas Straftäter auch? Also gerade diese Banden, von denen wir gesprochen haben? Die sind besser organisiert. Wissen die denn, wo ist jetzt die entsprechende Bundeslandgrenze? Die wissen das sehr, sehr gut aus ihrem Erfahrungslernen. Gerade wenn sie richtige Bandenstrukturen haben, organisierte Strukturen, dann lernen die ja auch voneinander. Wenn ich zum Beispiel bei Taschendieben, habe ich es oft mit Familienbetrieben zu tun. Das sind Familienclans, häufig Roma-Clans, zum Beispiel aus Rumänien, aus Bulgarien oder aus Bosnien zum Beispiel. Da sind sehr viele, die von dort kommen. Da geben die Älteren, die wachsen als Diebe auf, die werden dann irgendwann an die Taschen gelangt. Dann machen sie das ein paar Jahre und anschließend ordnen die das weiter runter, vermitteln ihr Wissen an andere in der Familie, die groß werden. Und wenn dort jemand mal vor einem Richter gesessen hat oder in Haft war, dann gibt er all das zu wissen, wo funktioniert das, wie funktioniert das in Bayern, wie funktioniert das in Berlin. An die Familienmitglieder weiter und entsprechend verhält man sich dann. Mir haben Taschendiebe erzählt, nach Bayern fahren wir erst gar nicht. Wir haben unsere Routen, vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen, Berlin lohnt sich, da ist einerseits viel zu holen und andererseits ist der Verfolgungsdruck dort so schwach und wenn du gefasst wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in Haft landest, sehr gering. Ja. Das wissen die, geben die weiter und verhalten sich entsprechend. In Frankreich war es eine Zeit lang so, wenn sie es dort mit der Polizei zu tun haben, vor allen Dingen die Gendarmerie, dass die teilweise auch sehr robust umgeht mit Straftätern bis zu körperlicher Gewalt und dann meinen die einfach den Großraum Paris mal eine Weile, weil sie dort schlechte Erfahrungen gemacht haben. Da verstehe ich übrigens auch teilweise Richterkollegen nicht, die Verurteilungspraxis. Also ein Taschendieb, das ist ja eine hochspezialisierte Ausbildungstätigkeit. Ja? Also das macht Fachkraft. Ja keiner. Fachkraft. Das ist eine Fachkraft. Ja? Genau, ein Taschendieb ist ein Spezialist, der hat das gelernt und das kann man eigentlich ja nicht lernen, weil man irgendwo bei einem Dinner abends auftreten möchte als Clown oder als Zauberer, sondern das lernt man, weil man damit seinen Lebensunterhalt verdienen will. Und damit ist derjenige, der das kann, schon mal per se gewerbsmäßig. Und dieses Merkmal Gewerbsmäßigkeit spielt im Strafrecht ja eine große Rolle, weil es dafür massiv höhere Strafen gibt als beim Gelegenheitstäter. Und da verstehe ich zum Beispiel Gerichte nicht, die dann so jemanden nicht wegen Gewerbsmäßigkeit verurteilen. Da kann ich nämlich sofort beim ersten Mal eine Freiheitsstrafe verhängen, sondern sagen, naja, solange er nicht das fünfte, sechste Mal erwischt wurde, ist das für mich immer noch eine Einzeltat. Und das sind dann genau Gründe, warum eben bestimmte Bundesländer gemieden werden und andere werden letzten Endes aufgesucht. Wenn Sie aber als Richter in Köln oder in Düsseldorf nicht mal wissen, dass der Mensch, den Sie dort vor sich haben, das Gleiche schon mal in Marseille, in Mailand oder Madrid gemacht hat. Das sind nämlich so die üblichen... Nicht mal wissen, dass das schon mal in Mainz gemacht hat. Das ist in Mainz, geschweige denn in Mainz. Ja. Dann fangen Sie immer wieder von vorne an. Plus, Sie bringen auch das gewerbsmäßige, reiseorientierte Handeln dieser Tätergruppierung. Bei Europol in Den Haag gibt es eine ganze große Abteilung, die sich nur mit diesen Bewegungsprofilen dieser mobilen, organisierten Banden beschäftigen. Wenn Sie das Gesamtbild nicht mehr haben, dann sehen Sie ja immer nur den Menschen für die einzelne Tat, der wurde auf frischer Tat ertappt und fertig. Und nicht das Große und Ganze. Und man darf das nicht unterschätzen, wie vernetzt die sind. Da kann ich noch ein ganz anderes Beispiel erzählen, was Einbrecherbanden betrifft. Ja? Also Bayern hatte ja 2016 Grenzkontrollen wieder eingeführt, allerdings nur an der Grenze zwischen, also im oberbayerischen Bereich. Ja? Und auf einen Schlag sind im Allgäu, wo ich herkomme, das ist Westen von Bayern, auf einen Schlag sind die Einbruchszahlen dramatisch um mehrere 100% innerhalb von Wochen nach oben gegangen. Die haben sofort alle gewusst, wo kontrolliert wird und haben sich Grenzübergänge gesucht, wo nicht kontrolliert wurde. Und die Pointe kommt jetzt, dann hat die Allgäuer Polizei innerhalb kürzester Zeit da einen harten Verfolgungsdruck aufgebaut, hat tatsächlich verdachtsunabhängige Kontrollen eingeführt, hat an den Autobahnen massiv kontrolliert und innerhalb von 6 Wochen
innerhalb von 6 Wochen war der Spuk vorbei. Aber bei den Weil diese Banden genau erkannt haben, hoppala, da ist es genauso ungemütlich. Genau. Aber diese verdachtsunabhängigen Kontrollen, da sind wir ja schon in dem politischen Bereich. Da gibt es eben Bundesländer, die irgendwie jahrelang sich davor im Prinzip gedrückt haben. Die wollten das nicht machen. Teufelzeug. Weil sie ja, genau, es im politischen Raum nicht kommunizieren wollten oder konnten. Und da, wo es aber angewandt wird, hat es auch Erfolg. Das ist ja auch wieder Stichpunkt Racial Profiling, was ja auch nicht erlaubt ist. Da gab es ja diesen Vorfall in Frankfurt, oder wo die Kollegen der Bundespolizei jemanden kontrolliert hatten aufgrund seiner Hautfarbe. Also verdachtsunabhängige Kontrollen an der Grenze wegen Einbrüchen, das ist eindeutig. Nicht an der Grenze, nein, nicht an der Grenze. Institutionalisierter Rassismus, eindeutig. Das ja, waren auch das die Allgäuer Polizei also nicht an der Grenze kontrolliert, sondern dadurch da, ja. Per Schleierfahndung. Ich erzähle Ihnen eine andere Geschichte. In der Berliner U-Bahn, da gibt es so ein Berliner Fenster, heißt das Ding. So ein Fernseher, der in den U-Bahn-Wagen läuft. Und da lief ein Vorbeuge. Film von der Polizei über Taschendiebstähle. Originalaufnahmen aus U-Bahn-Wagen. Originalaufnahmen aus U-Bahn. Wie Fahrgäste beklaut werden. Und natürlich war zu sehen, wer da auch klaut. Nicht? Es waren alles, ich sage das böse Wort nicht, das er gesagt hat, sondern südosteuropäische Wanderarbeiter. Und die waren da zu sehen. Wissen Sie, was passiert ist politisch? Die Polizei musste diesen Film zurückziehen, weil er rassistisch ist, weil dort nur eine bestimmte Rasse von Menschen gezeigt wird als Straftäter. Und schon verschwand dieser Film im Papierkorb. Und jetzt fragen Sie, wo das eigentlich herkommt, dass bei uns Straftäter sich wohlfühlen wie die Made im Speck. Also ich kann das verstehen. Also wenn ich Straftäter wäre, ich wäre nur in Berlin. Ja, wäre vielleicht noch eine Idee. Aber wir leben ja mittlerweile auch in einer ihren Zeit. Also die Polizeibehörde muss diesen Film nicht zurückziehen. Sie glauben, das machen zu müssen, weil der politische Druck zu groß ist. Wenn ich einen Film mache, als Filmemacher, über rechte Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte, werde ich anschließend als Linksextremist beschimpft. Und wenn ich einen Film über Roma-Banden mache, die als Taschendiebe durch ganz Europa ziehen, auch dieser Film lief im deutschen Fernsehen übrigens mit solchen Originalvideos von A bis Z, werde ich anschließend als Rassist beschimpft. Wir müssen doch einfach sagen, es gibt bestimmte Probleme. Es gibt mit Sicherheit in Deutschland diese Probleme, muss man benennen können. Die muss auch Politik und Polizei benennen dürfen. Ja, und auch die Kritik aushalten dürfen. Natürlich gibt es immer Interessen und Lobbygruppen, die zum Beispiel die Arbeit der Polizei kritisieren. Aber ich muss dem ja nicht weichen. Aber jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ganz aktuell, Hans-Georg Maaßen hat in diesem Jahr noch unter seiner Ägide einen der schlimmsten Terroranschläge, die wir in Deutschland gehabt hätten, verhindert. Das war der Rezinbombenanschlag, hat man viel darüber gelesen, über Amazon schon alles bestellt. Jetzt kommt dieser Mann und sagt in einer hochemotionalen Zeit, aufgeheizt, es geht um Chemnitz, es gibt dort ein Video von Antifa Zeckenbiss, runtergeladen zuvor von einer patriotischen Plattform, also eigentlich eher dem rechtsextremen Milieu zuzuordnendes Video. Das geht ein paar Sekunden und er sagt, sorry, das zeigt jetzt keine Hetzjagd, sondern seid erstmal vorsichtig. Nur das sagt er. Und dafür hat der Mann... Aber es zwingt ja niemanden, den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes dafür solche Interviews zu geben. Das ist er weiß ganz genau, dass er klug beraten wäre, das nicht zu tun. Genau, und jetzt haben wir aber gerade darüber gesprochen, ich zitiere dich mal, wir sind ja hier unter uns, du hast gesagt, wir brauchen Leute, die Eier haben. Und es ist die Aufgabe des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die Bevölkerung vor Fehlinformationen zu schützen. Das ist ihr Auftrag, dieser Behörde. Er tut es und sagt es genau in seiner Zeit, wo schon wieder mit Stigmas um sich geworfen wird, wo die Bevölkerung verunsichert wird, wo gehetzt wird. Lassen sollen. Nee, darüber kann man ja trefflich streiten. Und jetzt, das sind wir, glaube ich, jetzt nicht beim Thema Großstadtgewalt. Da will ich noch eins zu sagen. Das war doch eine Großstadt. Chemnitz gehört für mich zum Großstadt. Ja, aber und ich will aber nur sagen, weil wir sagen, wir reden über die Symptome. Und er hat es ja gerade noch mal beschrieben mit der Polizei auch. Jetzt sagt einer mal was. Und anstatt zu sagen, also so, sorry, verhalte dich bitte nicht noch mal so, sei vorsichtig, muss der Mann, wird da so lange gehetzt, bis der seinen Hut zieht. Und genauso ist das so oft, geht es vielen Polizeibeamten, mit denen ich rede, die sagen einmal, ein Zustand, wie er in der Realität ist.
Und dann kommt der politische Druck aus einem gewissen Lager. Ich habe in der Realität in Chemnitz den Mob auf der Straße gesehen. Ja, na klar, der Maaßen war nicht da. Ich habe ihn gesehen und der Mob hat mich gesehen. Ja. Und das ist nichts, das ist Fakt. Ja. Dass anschließend wir eine parteipolitische Diskussion bekommen von politischen Parteien, die alle ihr eigenes Süppchen kochen. Dass ich fand diese Debatte auch unerträglich, nicht weil ich Herrn Maaßen in Schutz nehmen möchte, sondern weil wir darüber das eigentliche Problem vergessen. Genau. Darum sollte es nämlich gehen. Und wenn wir so weit gehen, ich brauche gar nicht so weit laufen, hier ist mein ehemaliger Bürgermeister aus Neukölln, der genauso, weil er den Mund aufmacht, weil er Eier hat, von seiner eigenen Partei diskriminiert wird und ausgegrenzt wird. Und genau das ist das, was ich meine. Da ist jemand, der was verändern will und wird angegriffen. Und genau das ist das Problem. Tja, aber zurück zum Hauptthema. Nein, zurück zu unserem Grundthema. Gewalt auch gegen Polizisten spielt eine immer größere Rolle. Gegen Rettungskräfte, gegen Polizeibeamte, überhaupt gegen auch unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, kommen wir gleich. Homophobe Gewalt spielt auch immer eine größere Rolle. Da gibt es auch Statistik. Wir haben da auch gerade zur Gewalt gegen Polizei haben wir eine kurze Statistik, die wir uns auch mal ansehen. 2017 hat es bundesweit 22.340 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte gegeben. Nordrhein-Westfalen ist hier mit über 7.000 Gewalttaten trauriger Spitzenreiter. Den höchsten Anstieg von Gewalt gegen Polizeibeamte binnen eines Jahres gab es in Baden-Württemberg mit 13,3% bzw. 195 Fällen mehr. Endlich doch mal eine Statistik, wo Berlin nicht ganz vorn ist, also im negativen Sinne. Aber haben Sie selber auch sowas schon erlebt? Ja, ich bin tatsächlich vor 2 Jahren Opfer geworden einer schweren Körperverletzung. Bin da attackiert worden von hinten. Von mehreren Personen, habe es nicht kommen sehen, lag auch lange Zeit im Krankenhaus, war auch lange Zeit krankgeschrieben. Also es passiert tagtäglich. Also wir haben rund 21 Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich in Berlin Opfer von Tätigkeiten werden. Es ist auch eine Zunahme an der Qualität dieser Straftaten, wie auch Carsten vorhin schon gesagt hat. Also es ist nicht nur dieses normale verbal-aggressive, provokante, sondern es geht dann tatsächlich weiterhin bis zu körperlichen Tätigkeiten, Wegschubsen, Gefangenenbefreiung, draufschlagen, drauftreten, das passiert schon. Ja, also das stellt man überhaupt fest, dass einfach da die Hemmschwelle gesunken ist. Die ist gesunken, ja. Die Hemmschwelle gegen Respektspersonen, gerade aber auch gegen jetzt Menschen, die jetzt weniger Respektspersonen sind. Wir haben noch eine andere Grafik über homophobe Gewalt, die auch ganz deutlich zunimmt. Und wenn wir das anschauen, werden wir auch hier gleich 2 neue Gäste begrüßen. Laut einer Erhebung des Bundesinnenministeriums hat es in 2017 313 Straftaten gegeben, die gegen sexuelle Orientierungen gerichtet waren. Mit 99 Straftaten sind die meisten kategorisierbaren Fälle durch rechte Gruppierungen verübt worden. Die Mehrheit, nämlich 189 der homophoben Taten, ist allerdings keiner Ideologie zuzuordnen. Man sieht hier die gegen sexuelle Orientierung gerichteten Hasstaten des letzten Jahres. Das ist etwas, was deutlich zunimmt. Das ist aufgeschlüsselt nach der Herkunft der jeweiligen und der Motivation der jeweiligen Tat. Das sind also 99 der Taten kommen aus dem rechten Spektrum. Dort spielt es oft sich eine große Rolle. Allerdings die meisten keine Gewalttaten. Links ist im Grunde verschwindend gering. Eigentlich relevante Zahlen auch für ausländische Ideologien, die diese Taten prägen, und religiöse Motivierung. Ein Großteil allerdings ist nicht zuzuordnen, was natürlich es am Ende schwieriger macht zu sagen, wer hat denn da agiert. Das könnt ihr beide mir aber erzählen. Wir begrüßen 2 neue Gäste. Das ist Vicky Glamourös. Das ist natürlich nicht dein echter Name, aber wir wollen bei dem Namen bleiben, um dich letzten Endes zu schützen. Genau. Und du hast die Eva Kuhn mitgebracht, das ist deine Anwältin. Die haben wir jetzt nicht da, weil du eine Anwältin hier am Tisch brauchst, also von uns weiß keiner, sondern weil sie zugleich auch ehrenamtlich engagiert ist beim Weißen Ring. Und das ist ja auch noch ein wichtiges Thema, Opferschutz. Ja. Guten Abend. Erzähl doch einfach erstmal, wer du bist, was dich ausmacht. Genau. Ja, also ein Teil von mir ist natürlich hier, so sitze ich jetzt auch hier in der Runde. Ich bin eine Kölner Drag Queen, Vicky Glamourös. Und ich sitze hier, weil ich auf dem Weg nach Hause überfallen wurde. Jetzt nicht als Drag Queen, sondern als
Mann, der ich im wahren Leben ja dann eigentlich auch bin. Das heißt, du bist normal nicht so unterwegs, genau, nur wenn genau. du auf ein Event gehst? Ganz oder? Genau. Wenn ich gebucht bin, bei uns in der Community meistens, ich habe dann einen Drag Queen Contest gewonnen und da bin ich dann ganz oft an der Tür, stehe ich, begrüße die Leute, wenn sie in den Laden kommen. Hab da natürlich auch Security bei mir, weil es vorhin auch, Sie hatten es, glaube ich, erwähnt, dass man Security braucht. Die braucht man definitiv, gerade dann auch in der Partyszene auf jeden Fall. Genau, das ist so mein Job. Aber das heißt, du bist normalerweise ganz normal gekleidet. Und wie kommt dann jemand darauf, dich aus einer sexuellen Motivation anzugreifen? Oder Hasssituation im Grunde, ja? Ich war auf dem Weg nach Hause, war auf einem Spielerabend. Und bin dann auf dem Weg nach Hause von hinten attackiert worden und dann brutal zusammengeschlagen worden. Das Einzige, woran ich mich noch erinnere, ist dann, dass ich im Krankenwagen wieder zu mir gekommen bin und war dann auch mehrere Wochen bis Monate außer Gefecht gesetzt. Schwere Kopfverletzungen, also Schädelhirntrauma und so weiter. Ja, war lange durch den in der Sturz Klinik. Oder ist er auf den Kopf geschlagen worden? Es waren gezielt Schläge und Tritte gegen Kopf überwiegend. Also das waren auch meine einzigen Verletzungen, ja? Aber die dann einfach auch so schwerwiegend waren mit Schwellungen und man ging mehrfach von Hirnblutungen aus. Ja. Das ist aber nicht der einzige Vorfall. Es gab auch einen Vorfall, wo du konkret erlebt hast, dass homophobe Motivation. Man muss jetzt leider dazu sagen, dass es an dem Abend in dieser Nacht leider zwei ganz doofe Zufälle gab. Nämlich im Vorfeld, als wir in die U-Bahn gestiegen sind, wurden wir homophob, auch wirklich, also das war auch wirklich eine homophobe Geschichte, schwerst beleidigt. Also das war eine junge Truppe, ich würde jetzt ungefähr sagen, Alter vielleicht um die 20, Jungs, Mädels gemischt. Also das war richtig, also wo, ja, ich konnte es mir nicht erklären. Also warum, wieso, weshalb man jetzt da einfach hier Leute aus heiterem Himmel beleidigen muss. Das war eine absolute Grenzüberschreitung. Und dann natürlich die größere Grenzüberschreitung war dann die ein paar Stationen weiter. Nochmal zu dem ersten Vorfall in der U-Bahn. Wart ihr da allein mit der Gruppe in der U-Bahn oder waren da andere Menschen auch? Nee, also es waren natürlich auch andere Menschen da. Es war auch Security da, die dann auch da so ein bisschen vermittelt haben. Aber wie kann man vermitteln zwischen jemandem, der hassbedingter also, beleidigt? Ja, er hatte im Grunde genommen, die Security hat es so ein bisschen versucht zu vermitteln, dass die da nicht noch körperlich angegangen werden. Ein Freund von mir wurde da leider auch körperlich angegangen. Also das ist auch bei der Polizei auch alles aufgegeben worden. Und in der Nacht haben wir leider sehr lange auf die Polizei warten müssen, bis die dann überhaupt da anwesend war, dass wir da uns, dass die da auch vermitteln, beziehungsweise dass sie das überhaupt aufnehmen. Ja? Das war ja so das Nächste. Und das war uns auch total wichtig, also dass wir da auch auf jeden Fall zeigen, das geht so nicht. Das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Zwei Vorfälle innerhalb kürzer Zeit hintereinander ist ja schon außergewöhnlich. Ja. Gibt es da eine Vermutung, dass es vielleicht dasselbe Täterkreis war? Anfangs war das angedacht, aber das hat man ausgeschlossen. Mhm. Hat man die Täter ermitteln können? Den vom ersten Vorfall konnte man leider nicht ermitteln. Also da wurde dann auch offiziell gefahndet nach einem, weil man da ein Foto auch hatte von demjenigen, von der Gruppe. Und vom zweiten Vorfall, also der für mich natürlich wesentlich präsenter ist und wesentlich einschlagender, da hat man den Täter auch. Also ein Glück. Und deshalb ist jetzt auch in dem Fall meine Anwältin dabei. Den Täter hat man erwischt? Genau, also der war da. Und wie hat er das gerechtfertigt oder wie hat er sich dann geäußert dazu? Also bisher, aber da übergebe ich vielleicht an Sie, dass ich mich da nicht falsch äußere. Ja, da sage ich sehr gerne was zu. Da sind wir allerdings auch noch im laufenden Verfahren. Mhm. Deshalb will ich also er ist noch nicht verurteilt? Nein, er ist noch nicht verurteilt. Er hat auch keinen Migrationshintergrund. Der Täter ist aber ermittelt. Das Verfahren ist noch laufend. Und von daher möchte ich dazu den Details nichts sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein Bereich der Kriminalität, die in diesen Bereich fällt, den Sie auch eben anmoderiert haben. Und den wir natürlich leider auch sehr, sehr häufig in Köln haben. Mhm. Ist der Täter jugendlich oder erwachsen? Heranwachsen, also zwischen 18 und 21. Ja, er ist Heranwachsener, das heißt, das Jugendgericht ist zuständig. Ist dafür zuständig. Mhm.
Jetzt arbeitest du auch ehrenamtlich beim Weißen Ring, Opferschutzorganisation. Das ist ja gerade, wenn es um Gewalt geht, eine ganz wichtige Sache. Natürlich auch, wenn es um homophobe Gewalt geht. Genau. Inwiefern könnt ihr da weiterhelfen? Wir können begleiten, wir können beraten, wir können dann Hilfesystem anbieten und dann weiter delegieren. Also der Weiße Ring ist ein seit 40 Jahren existierender Verein für Opfer von Straftaten. Und das ist, wir leisten da alle ehrenamtliche Arbeit. Viele Juristen arbeiten beim Weißen Ring oder auch viele Polizeibeamte. Die Hauptaufgabe besteht einfach hauptsächlich darin, Opfer von Gewalt zu helfen, ja, und dann weiter zu delegieren, sei es an die Polizei, sei es an qualifizierte Therapeuten, Traumatherapeuten, sei es an Anwälte, sei es zum Gericht zu begleiten, zur Polizei zu begleiten, materielle Hilfe zu geben, immaterielle Hilfe zu geben, einfach eine Stütze und eine Begleitung und eine Hilfe zu geben. Und das ist sehr, sehr wichtig bei Opfer von Gewalttaten. Zwischen Angst, wenn du aus dem Haus gehst abends? Ja, da, also das auf jeden Fall. Also es ist nach wie vor noch ein ganz, ganz einschneidend für mein Leben. Also ich war vorher, also vor, ich sag immer vor diesem Überfall, sage ich immer, war ich halt einfach total lebensfroh. Gell? Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt bin ich auch noch relativ groß und die Oma, die immer anruft und sagt, pass bloß auf dich auf. Und ich so, ach Oma, was soll mir denn passieren? Ich bin fast 2 Meter groß. Was passiert mir da schon, ja? Also das ist jetzt schon, muss ich wirklich sagen, ich überlege 3-mal, ob ich am Abend vor die Tür gehe. Und wenn, also jetzt gerade auch in meinem Nebenjob als Drag Queen, mache ich das alles sowieso auch nur über Taxi. Und am Abend, wenn ich als Frank aus dem Haus gehe, dann eigentlich in der Regel immer in Begleitung. Ist ja echt traurig, oder? Wenn man so Angst bekommt, dass man dann sein Leben umstellen muss. Das ist ja gerade das, was wir vorher die ganze Zeit auch besprochen haben. Das ist die negative Folge. Es geht nicht nur um die Gewalt allein, sondern was sich durch die Gewalt in unser aller Leben dann verändert, weil man sein Leben nicht mehr, die Freiheit nicht mehr so unbeschwert leben kann wie zuvor. Ich zum Täter geworden. Jetzt wirft man ja der Justiz ganz oft vor, dass die Justiz viel zu sehr täterorientiert handelt. Deswegen bin ich froh, wenn ich da jemand habe, der sowohl beim Weißen Ring ist, auch als Anwältin. Dazu muss man, denke ich, sagen, was eigentlich Strafjustiz leisten soll. Genau. Also da erzähle ich Ihnen ja, oder erzähle ich dir jetzt ja nichts Neues. Das ist ja nicht die Hauptaufgabe der Strafjustiz, der Opferschutz. Dennoch wird der Opferschutz einfach mittlerweile praktiziert. Das kann ich aus meiner Praxis sagen. Ich bin jetzt seit 12 Jahren selbstständig und ich kann sagen, dass der Opferschutz schon einen hohen Stellenwert hat. Finde ich in der Rechtsprechung, finde ich bei den Gerichten und finde ich auch in der politischen Umsetzung. Wir haben zum Beispiel im Land Nordrhein-Westfalen mittlerweile einen Opferschutzbeauftragten. Wir haben im Land Berlin einen Opferschutzbeauftragten. Wir haben einen Bundesopferschutzbeauftragten. Wir haben bei sehr vielen Kriminalpolizeistellen eigene Opferschutzbeauftragte. Also da wird in der Praxis was geleistet. Da gibt es Opferschutz und den kann man in die Verfahren auch einfließen lassen. Nicht nur dadurch, dass Gerichte dafür sensibilisiert sind, die entsprechenden Regelungen anwenden oder dass natürlich Anwälte kommen, die da spezialisiert sind, sondern dass es einfach in der Praxis Anwendung findet. Und aus meiner Sicht und in meiner Praxis kann ich bestätigen, den Opferschutz gibt es. Gerichte legen ja auch inzwischen sehr viel Wert darauf, den Opfern belastende Aussagen entweder ganz zu ersparen oder da gibt es inzwischen auch die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten, dass man die Vernehmung dann nicht in Anwesenheit des Tatverdächtigen führt. Aber trotzdem hört man dann oft von Opfern, man hat ja ewig stundenlang mit dem Angeklagten gesprochen, den Fokus nur auf ihn gerichtet und mit mir als Opfer hat man nur relativ kurz gesprochen. Das geht im Grunde natürlich von einer falschen Voraussetzung auf, oder? Ja, das ist jetzt eine schwierige Fragestellung, weil wenn man mit dem Täter lange spricht und mit dem Opfer nicht so lange, kann das natürlich auch die Konstellation sein, der Täter hat ein Geständnis abgelegt und ich höre mir jetzt in der Praxis die Tatfolgen des Opfers nur noch an. Es gibt natürlich auch die umgekehrten schlimmen Fälle, dass Vergewaltigungsopfer zum Beispiel viele Jahre auf den Beginn des Verfahrens warten oder viele, viele Stunden vernommen werden. Das gibt es in beide Richtungen. Aber ich finde, und das wird auch in Köln wird das umgesetzt und in vielen anderen Städten auch, ich arbeite bundesweit, dass der Opferschutz schon versucht wird zu berücksichtigen. Das Grundthema ist natürlich, dass die Strafjustiz die Schuld des Täters feststellen und bewerten und entsprechend ahnden muss. Und nicht in erster Linie. Genau. Natürlich spielt für die Schuld
das eine Rolle, was ein Opfer erleidet, welche Folgen es beim Opfer hat. Aber das, nach einem Gericht tatsächlich urteilen muss, ist vor allem die Schuld des Täters. Und deswegen muss man sich natürlich auch intensiv mit dem Täter befassen. Ja, vielen Dank, dass ihr auch da wart. Vielen Dank an alle meine Gäste. War, glaube ich, eine sehr lebhafte Diskussion. Ja, meine Damen und Herren, beim Thema Gewalt dürfen wir nichts beschönigen, da darf es keine Tabus geben. So viel ist heute klar geworden. Wenn wir langfristig was erreichen wollen, brauchen wir Bildung. Und wir müssen die Balance halten zwischen Freiheit und Sicherheit. Und diese Balance braucht ein Rechtsstaat, der nicht nur das Instrumentarium hat, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit konsequent durchsetzt. So viel für heute Abend. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei der Dinnerparty, dann zum Thema Kinderarmut. Machen Sie es gut. Gute Nacht.